Guten Tag, herzlich willkommen hier bei unseren Kölner AINS-Kolloquien, die wir donnerstags nachmittags für Sie veranstalten. Wir haben heute für Sie ein notfallmedizinisches Thema. Der Titel lautet Mythen und Fakten zur Schwerverletztenversorgung. Und wir haben dieses Mal ein etwas anderes Format gewählt als das, was Sie von uns gewohnt sind. Wir haben nämlich eine ganze Reihe von Referenten, die wir Ihnen gleich noch vorstellen werden. Und fälschlicherweise habe ich die in der Abmoderation unserer vorherigen Veranstaltung als Blogger vorgestellt. Das hat schon zu viel Heiterkeit gesorgt, weil das natürlich völlig falsch ist. Referieren werden heute für Sie sehr erfahrene Notfallrettungsmediziner, in der Notfallmedizin tätige, die sich sehr intensiv mit Fragestellungen aus diesem Bereich, aber eben auch insbesondere mit der Schwerverletztenversorgung auseinandergesetzt haben und auseinandersetzen. Und ich freue mich sehr, diese Kollegen hier bei uns begrüßen zu dürfen. Durch die weitere Sitzung wird der Oberarzt Dr. Marc Schieren führen, der Sie dann auch noch mit allen Beteiligten bekannt machen wird. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, eine interessante Veranstaltung und wie es genau ablaufen wird, erfahren Sie jetzt von Herrn Schieren. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Professor Wappler, vielen Dank für die freundliche Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Nachmittag, um in den nächsten 90 Minuten mit uns über die Schwerverletztenversorgung zu diskutieren. Inhaltlich werden wir heute vier Schwerpunktthemen haben. Das ist einmal die Immobilisation der Wirbelsäule, die Techniken zur Pleuraentlastung und den Einsatz von Tranexamsäure. Und abschließend werden wir mit dem traumatischen Herz-Kreislauf-Stillstand. Das jeweilige Schwerpunktthema wird mit einem kurzen Impulsvortrag von unseren Referenten eröffnet und anschließend möchten wir gemeinsam mit Ihnen den Mythen und Fakten auf den Grund gehen. Und dabei werden wir sicherlich nicht immer einer Meinung sein und das ist auch gut so, denn davon lebt ein kritischer Gedankenaustausch und ermöglicht uns, möglichst viele Facetten bei der klinischen Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Und ich möchte Sie deshalb ganz herzlich einladen und bitten, sich über die Chatfunktion an der Diskussion zu beteiligen, damit wir auch von Ihren Meinungen, Ihren Erfahrungen und Ihrer notfallmedizinischen Expertise profitieren und gemeinsam zu einem tollen Ergebnis kommen. Wir haben in diesem Monat ein ganz besonderes Referententeam für Sie zusammengestellt, das wir nicht nur auf Blogger reduzieren wollen, sondern das sind Kollegen, die eine sehr hohe Expertise in der Notfallmedizin haben, aber auch ganz erhebliche Beiträge zu der Verbreitung von frei zugänglichem notfallmedizinischem Wissen und evidenzbasierter Notfallmedizin im Rahmen der FOMED-Bewegung leisten. Durchaus auch durch Blogs, aber auch vor allem durch Podcasts. Und ich freue mich ganz besonders über Herrn Dr. Torben Doll und Johannes Pott, die beide als Anästhesisten und Notärzte in Hildesheim arbeiten und viele von Ihnen als Pin-Up-Docs bekannt sein werden durch die Podcasts. Darüber hinaus haben wir noch Julius Hohmann und Frank Weilbacher, die Rettungsdienst FM als Podcast mit besonderem Fokus auf die präklinische Notfallversorgung ins Leben gerufen haben. Julius Hohmann ist seit Jahrzehnten als Rettungsassistent und jetzt auch Notfallsanitäter im Mannheimer Raum tätig und Dr. Frank Weilbacher ist Funktionsoberarzt am Universitätsklinikum Heidelberg und dort unter anderem auch beim Medical Intervention Car tätig. Wir haben noch Herrn Privatdozenten Dr. Björn Hossfeld, der als Oberfeldarzt im Bundeswehrkrankenhaus Ulm tätig ist und gemeinsam mit Herrn Professor Michael Bernhardt und Herrn Privatdozent Dr. Jürgen Knapp Newspapers EU betreibt. Das ist in der Tat ein sehr lesenswerter Blog, der aktuelle Publikationen aus der Notfall- und Intensivmedizin zusammenfasst. Und jetzt, wo wir uns alle kennengelernt haben, starten wir auch direkt in das erste Thema, die Wirbelsäulenimmobilisation. Und ich übergebe das Wort an Torben und Johannes. Ja, Marc, vielen, vielen Dank. Professor Wappler, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Wir wären lieber nach Köln gereist, wenn wir ehrlich sind. Aber Corona verbietet das ja so ein bisschen und da sind diese Online-Vorträge doch sehr, sehr schön. Ich gebe jetzt hier mal meinen Bildschirm frei. So, jetzt. So, ich hoffe, jetzt sehen alle unsere Präsentation. Wir reden heute über die HWS-Orthese oder wie wir es vielleicht ein bisschen polemisch formuliert haben, den Tod der HWS-Orthese.
Das ist ein Thema, das uns beide sehr, sehr beschäftigt und am Herzen liegt. Und deswegen freuen wir uns jedes Mal wieder, wenn wir darüber sprechen dürfen und auch eure Meinung erfahren dürfen. Deswegen finde ich dieses Format auch super. Ich hoffe, wir können danach noch ein bisschen diskutieren und Meinungen austauschen. Ja, und ich denke, es wird so sein, da sind wir uns einig, dass dieses Thema polarisiert. Es ist schon jahrelang so, wie man hier sieht, ganz am Anfang Torben auf der rechten Seite des Bildschirms und ich auf der linken Seite des Bildschirms, damals noch jung, unerfahren und hilflos. Und da war das Credo und es war quasi ein Glaubensgrundsatz, egal was der Patient hatte, egal ob nur irgendwie der kleine Zeh geblutet hat, zur Begrüßung gab es erstmal für jeden Patienten ein Stiffneck. Genau, das ging so weit, dass ich in meiner Rettungsassistentenprüfung tatsächlich den Stiffneck um meinen Unterarm getragen habe, weil der Patient es im Fallbeispiel eh bekommen hat. Ja, oder oben am Rucksack durch die Schlaufe war doch immer so ganz beliebt der Stiffneck. Gut. Warum gab es diese Regel? Damals war die schlimmste anzunehmende Komplikation eines Notfalleinsatzes die sekundäre Wirbelsäulenverletzung und damit der daraus folgende Querschnitt. Ja. Und einfach, jetzt sieht man hier, das ist dieser Querschnitt, den man auf jeden Fall vermeiden sollte und möchte. Und so hoffen wir, dass es bei unseren Traumapatienten nicht aussieht. Und das sollte genau das sein, was eben der Stiffneck stabilisieren sollte, falls es so aussieht, dass es dann nicht noch schlimmer wird. Ob das wirklich so ist, das wollen wir uns jetzt im Folgenden noch ein bisschen genauer angucken und auch mal eruieren, welche Indikationen wir denn für den Stiffneck noch sehen. Zunächst einmal möchten wir euch so ein bisschen in Unfallmechanik mit reinnehmen. Das hier ist einfach mal eine Beispielrechnung. Ich will das hier gar nicht zu kompliziert machen, aber wir gehen mal von einer Geschwindigkeit von 55 km/h aus, frontaler Unfall, Bremsweg, weil es ein unbewegliches Objekt ist, ca. 40 cm auf 0. Daraus ergibt sich eine negative Beschleunigung von minus 2450 Meter die Sekunde zum Quadrat. Jetzt ist Kraft mal Masse mal Beschleunigung und dann bekommen wir auf eine Kraft, die auf den Patienten einwirkt, von, jetzt muss ich selbst kurz gucken, 196.000 Newton. Ich fasse das zusammen, das ist ziemlich viel. Genau. Man kann auch das vereinfachen und kann einfach sagen, wenn man ein PKW-Insasse mit dem Kopf gegen eine Wand prallt, zum Beispiel mit der Beschleunigung, dann entspricht das einem Schlag von circa 20 Tonnen auf den Kopf. Also das ist schon ordentlich. Wenn ein Kopf von einer Trage herabfallen würde, also so eine RTW-Trage, wie wir das jetzt haben, mit so einem Schwingtisch, das sind vielleicht 50 Zentimeter Höhe ungefähr, dann entspricht das nur 40 Newton. Wir erinnern uns, Torben hat vorhin gesagt, 196.000 Newton ist das Trauma, was passiert bei dem Aufprall, jetzt die 40 Newton dagegen. Also das steht in keinerlei Verhältnis. Es ist also egal, wie schonend oder rabiat wir den Patienten aus seinem PKW auch holen. Das kann man hier schon mal ganz, ganz klar sagen. Das, was vorher nicht kaputt gegangen ist, wird durch die Rettung auch nicht kaputt gehen. Genau. Dann haben wir noch diese, wie ich finde, sehr sympathische irische Studie rausgesucht. Die haben nämlich anhand so einer Motion Capture Technik untersucht, wo es denn zu der meisten Auslenkung der Wirbelsäule kommt. Und das Ergebnis ist, dass die wenigste Auslenkung der Halswirbelsäule, also der wenigste Schaden für einen Sekundärschaden, nicht durch irgendwelche Rettungsmanöver wie das Ziehen auf das Spineboard oder so ist, sondern wenn der Patient einfach selbst aussteigt. Und das setzt natürlich voraus, dass wir einen ansprechbaren Patienten haben. Aber bei einem ansprechbaren Patienten, der selbst aussteigen kann, ist das die schonendste Art der Rettung, die wir machen können. Genau, und wer uns das nicht glaubt, der kann die Quelle als QR-Code oben links auf der Folie abfotografieren und kommt direkt zur Originalquelle. Aber weg von der Theorie hin zur Praxis. Torben hat sich bereit erklärt, hier den Stiffneck anzulegen. Wir haben das natürlich optimal gemacht. Sieht man ja hier geballte Erfahrung und Kompetenz bei der Stiffneck-Anlage haben uns ja geprägt. Aber eigentlich ist es so, es wurde in den letzten Jahren einfach getan, wohl ganz lange so getan, als ob die Stiffneck oder die HWS-Orthese überhaupt gar keine Nebenwirkungen hat. Leider müssen wir euch da enttäuschen. Erstens ist das Ding unglaublich unbequem.
Und zwar nicht nur unbequem, so wie wir Torben, der hier noch irgendwie 10 Zentimeter, nicht 10 Zentimeter, 1 Zentimeter die Lippen auseinander bekommt, sondern es macht auch tatsächlich Schmerzen und Druckulzera, was wiederum dazu führt, dass die Patienten so einen Stiffneck eher nicht so gut tolerieren in der Regel und wenn sie sowieso schon agitiert sind, noch agitierter werden, gerade bei älteren Patienten in Pflegeheimen oder so sieht man das immer wieder. Dann kann ein Stiffneck zu Hirndruckerhöhungen führen. Und da gibt es auch einige Studien tatsächlich, die das nachweisen können. Und gerade deshalb ist in der internationalen Diskussion auf jeden Fall der Stiffneck beim SAT schon vom Tisch, muss man ehrlicherweise sagen. Genau. Und tatsächlich kommen zu diesen zwei potenziellen Schäden noch Sachen, die Studien, die zeigen könnten, zugegebenermaßen alles meistens Studien, die einfach pragmatisch geguckt haben mit an gesunden Probanden. Dass der Stiffneck auch zu einer erhöhten Instabilität führen kann, weil er durch die Versteifung der oberen HWS unphysiologische Drehpunkte in der unteren HWS hervorruft, die wir mit unserer Muskulatur gar nicht so gut abfangen können und deswegen zumindest in der unteren HWS zu einer erhöhten Instabilität führen kann. Und dann haben wir natürlich noch hauptsächlich geriatrische Patienten, aber seien wir mal ehrlich, unser Patientengrupp wird immer mehr geriatrisch. Die eh schon degenerative Wirbelsäulenerkrankungen haben. Und diese Patienten, denen passt der One-Fits-All-Stiffneck meistens gar nicht. Und der kann hier tatsächlich mehr schaden, also ich denke jetzt hauptsächlich natürlich an den krassen Morbus Bechterew. Krass ist die korrekte Klassifikation. Aber natürlich auch andere. Genau, hier sehen wir die ganzen Studien, die Nebenwirkungen belegen. Wir haben jetzt erwähnt, die Druckulzera, die Erhöhung des intrakraniellen Druck, vielleicht sogar eine Verstärkung der Instabilität. Zusätzlich haben wir noch gar nicht über den Zeitverlust geredet, den die korrekte Anlage eines Stiffnecks erfordert, neben der Manpower und auch ein bisschen Erfahrung, die man dafür braucht. Und es kommt noch zusätzlich das Risiko einer erschwerten Atemwegssicherung dazu. Ich glaube, jeder, der weiß, also der schon mal versucht hat, einen Patienten zu intubieren mit einem geschlossenen HWS-Orthese, weiß, wie schwierig das sein kann. Und wenn man jetzt also diese ganzen Risiken gegeneinander abwägt, dann muss man sich einfach fragen, wie so häufig in der Medizin, naja, wir haben einen potenziellen Schaden, aber haben wir denn auch einen nachgewiesenen Nutzen, Torben? Ja, da muss ich euch so ein bisschen enttäuschen, weil ein nachgewiesener Nutzen der alleinigen, und das muss man hier betonen, der alleinigen HWS Immobilisation mit dem Stiffneck oder der HWS-Orthese, den gibt es nicht. Es gibt keine Studie, die nachweist, dass das Ding einen Patienten wirklich genutzt hat. Es ist auch eigentlich gar keine Immobilisation, sondern allenfalls eine Motion Restriction, also eine Bewegungseinschränkung. Ja? Genau, und es gibt nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keinen patientenorientierten nachgewiesenen Benefit und keine Studie, die das zeigt. Das können wir gerne später noch diskutieren. Vielleicht hat da jemand anders was für uns, aber nach unserer Kenntnis ist denn nicht so. Und nochmal, man muss ganz klar betonen, HWS-Orthese allein bringt keine ausreichende Immobilisation der instabilen Wirbelsäule. Was ist also die Alternative? Zunächst einmal, wir haben ja immer so getan, als würde man, als wäre der Stiffneck so ein One-Fits-All-Ding. Also jeder Traumapatient kriegt einen Stiffneck. Genau wie bei jeder anderen Maßnahme müssen wir erstmal die richtige Indikation stellen für eine Maßnahme. Wir machen ja auch andere Maßnahmen nach Indikation. Wie stellen wir jetzt die Indikation? Aus unserer Sicht sind hier gut geeignet die Nexus-Kriterien. Das ist zugegebenerweise eine Krücke, weil die Nexus-Kriterien eigentlich für die Freigabe einer HWS ohne Röntgen gemacht wurden in der Notaufnahme. Nichtsdestotrotz, in Kombination mit der Canadian C-Spine Rule, die wir ganz am Ende auch nochmal kurz zeigen können, geben diese Punkte einen guten Hinweis. Und wer hier keinen Punkt hat, also null Punkte, keinen einzigen dieser Punkte erfüllt, der hat wahrscheinlich gar keine Indikation, eine Ruhigstellung der HWS oder ein Stiffneck zu bekommen. Genau. Wir prüfen also kritisch die Indikation. Das ist ja bei allen medizinischen Maßnahmen, die man so tut, der erste Punkt. Und wenn es dann keine Indikation zur HWS-Immobilisation gibt, dann lassen wir das einfach. Das ist ja mal auch eine ganz gute Nachricht. Und wenn es dann doch eine gibt, naja, dann ist für uns die Sache zumindest klar. Und da befinden wir uns in guter, mittlerweile fast weltweiter Gesellschaft. Dann muss eine Ganzkörperimmobilisation her.
wie machen, wie kann man das machen? Es gibt von der Embolisation her keinen Unterschied zwischen einem Spineboard mit Headbox oder Kopffixierung, wie man das hier auf der rechten Seite sieht. Da ist Torben auf einem Spineboard festgemacht und der Kopf, das sieht man ein bisschen schlecht, ist mit so einer Pappe fixiert. Da liegt da drin, ich habe das erste Mal gesehen und habe gedacht, wie soll das denn halten? Aber es hält erstaunlich gut, oder? Ja, also hält super. Wirklich. Und das Ganze, die Stirn wurde festgeklebt. Wir haben ja Torbens Haare, meine Augenbrauen ein bisschen enthaart. Aber es ist wieder nachgewachsen, keine Sorge. Und dann gibt es auf der linken Seite mich zu sehen in einer Vakuummatratze mit einmal Headblocks und Kinn- und Stirnstrap. Netterweise haben diese Straps so ein hautfreundliches Ding, dass ich mich nicht enthaaren musste. Und wenn man da einmal drin gelegen hat, dann braucht man auch keinen Stiffneck mehr zusätzlich. Der bringt nämlich gar keinen Zusatznutzen, weil man hat wie ich eine maximale Bewegungseinschränkung der HWS. Genau. Hier sieht man das mit Stiffneck. Ist also hier ohne Headblocks auf der linken, da kann man, sieht man schon, das ist ein bisschen schräg, das Ganze. Da hatte ich noch doch ordentlich Spiel. Bei Torben hat es einfach nicht mehr gebracht. Genau, also der Stiffneck in dem Fall vom Spineboard mit Headblocks bringt nachweislich, wie auch in den Studien, die wir schon erwähnt haben, keinen Zusatznutzen. Also warum die negativen Folgen des Stiffnecks, die wir ja schon diskutiert haben, in Kauf nehmen, wenn er keinen Nutzen mehr hat in dieser Immobilisation. Jetzt wollen wir nochmal für etwas sensibilisieren, wobei wir das nicht absolut sehen. Wir glauben nämlich, dass das Spineboard gerade für längere Transportzeiten und geriatrische Patienten, und wir haben schon gesagt, dass unser Patientengut doch immer geriatrischer wird, auch nicht das optimale Transportmittel ist. Warum? Das Spineboard gerade mit angelegter Spinne, und nur so ist es eine vernünftige Ganzkörperimmobilisation, führt nachweislich, wenn das Ding richtig gespannt ist, zu Druckulzera bis hin zum richtigen Dekubitus, wenn der Muskelmantel nicht ausreichend ist. Das trifft sicherlich nicht für die jungen Soldaten zu im Feld, aber wenn man im Altenheim oder sonst wie eine eher karektische Oma oder einen karektischen Opa hat, dann kann das durchaus dazu führen. Deswegen ist aus unserer Sicht bei dem unkritischen Patienten, bei dem Zeit da ist, die optimale Ganzkörperimmobilisation die Vakuummatratze mit Headblocks. Sie ist nachweislich gleichwertig mit dem Spineboard mit Headblocks. Dauert etwas länger, ich glaube, da muss man nicht drüber diskutieren, aber hat nicht die negativen Folgen der Druckulzera, hat nicht die negativen Folgen des Stiffnecks. Und der Patient ist adäquat immobilisiert. Genau, was man noch sagen muss, diese Einmal-Headblocks sind relativ teuer. Die kosten 30 Euro ungefähr das Paar, habe ich mir sagen lassen. Wenn man die nicht hat, das wird nicht über vielerorts oder an vielen Orten nicht der Fall sein, kann man auch die Headblocks vom Spineboard zweckentfremden und mit Tape festmachen oder einfach zwei Decken rechts und links zusammenrollen und neben den Kopf legen. Aber sind wir denn die Einzigen, die so denken? Tatsächlich nicht. Wir haben das nicht erfunden. Es waren ein paar andere schneller als wir. Hier, wer Flaggen identifizieren kann, ist jetzt ganz klar im Vorteil. Die Norweger haben eine Leitlinie dazu, die Dänen haben eine Leitlinie dazu und die Briten waren jetzt zuletzt und haben für ihren South East Coast Ambulance Service eine Handlungs-SOP rausgegeben, wie man denn auf den Stiffneck zu verzichten hat und wie man damit umgeht. Und wie schaut es in Deutschland aus, Torben? Ja, die drücken sich so ein bisschen um eine konkrete Aussage. Also, die sagen auch nicht, baut jedem einen Stiffneck an, wie wir das vielleicht, zumindest ich ab 2003 in meiner Rettungsdienstschule gelernt habe, was damals eine richtige Aussage war. Damals hat man das so gemacht. Aber die sagen heutzutage, es gibt nicht ausreichend Evidenz und man sollte sinnvolle Maßnahmen ergreifen. Wie genau man das machen soll, das mehren sie sich nicht so aus. Genau. Wir haben das ein bisschen aufgeschrieben. Wir sind der deutschen Leitlinie. Nicht, dass wir Leitlinien schreiben, aber kurz vorausgegangen haben einen kleinen Flowchart dafür erstellt. Den findet man auf unserer Homepage oder hier schnell zum Nachlesen. Die Kriterien sind an die Nexus-Kriterien adaptiert. Es sind nicht genau die Nexus-Kriterien. Und im Prinzip läuft es darauf hinaus, entweder Vollimmobilisation, Frage HBS-Immobilisation, ja, nein. Wenn ja, Vollimmobilisation, dann mit Vakuummatratze, Headblocks und Tapes. Oder keine Immobilisation oder nicht Standardpatienten, die da reinfallen, zum Beispiel Adipose-Patienten, schwangere Patienten, Kinder, einfach die es nicht kommunizieren können, dann lagern, wie der Patient es möchte, unter der Idee, dass wir keinen zusätzlichen Schaden setzen wollen oder setzen können, auch durch die Kraft, die wir aufbringen, und das in der Klinik dann zu kommunizieren.
Ganz, ganz kurz, Torben, noch, weil ich glaube, wir sind mit der Zeit so ein bisschen schon, wir sollten eigentlich ja nur einen Impulsvortrag machen. Hast du noch sinnvolle Ideen, was man mit Stiftung stattdessen machen könnte? Eine Sache möchte ich noch ganz kurz loswerden. Das hier ist natürlich alles anzuwenden, wenn der Patient nicht kritisch ist. Ein kritischer Patient, da gehören, also wenn er ein A-, B- oder C-Problem hat, dann gehört dieses Problem behandelt und dann schnellstmöglich in die Klinik. Dann muss man über eine Ganzkörperimmobilisation eh nochmal ganz anders nachdenken. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ein paar sinnvolle Anwendungen für den Stiffneck haben wir doch noch gefunden, um die Beine zusammenzubinden, um danach eine Beckenschlinge anzulegen, und es ist perfekt geeignet für eine verbesserte Jackson-Position, wie man hier bei mir sehr schön sehen kann. Nur wir lassen der sich nicht. Wer unsere Quellen sehen möchte, findet die auf der nächsten Folge mit dem QR-Code. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, super. Vielen Dank für den doch etwas längeren Impuls, aber das soll uns gar nicht stören. Wir haben direkt einige Fragen aus dem Auditorium gesammelt. Also einmal, erste Frage kommt, ob quasi die alle Stiffneck-Modelle dahingehend gleich schädlich sind oder ob ihr da noch Abstufungen seht? Die Frage kommt witzigerweise immer und da kann man keine fundierte Aussage zu treffen, weil es einfach keine Studien gibt, die die unterschiedlichen Stiffneck-Modelle miteinander vergleichen. Also es gibt ja auch noch diesen X-Collar und so. Das sind sicherlich Weiterentwicklungen. Vielleicht bringen die einen Zusatznutzen. Wir können es einfach nicht sagen. Ich habe bei manchen das Gefühl, wenn ich sie in der Hand habe, so ein bisschen wie damals das CAT-System, dass eigentlich die Anlage dann wieder so aufwendig ist, dann kann ich die Leute auch auf eine Vakuummatratze immobilisieren, mit der arbeite ich häufiger. Aber das ist nur ein Gefühl. Evidenzbasiert kann ich dazu leider oder können wir dazu leider gar nichts sagen. Gut, und das gibt es ja beim Stiffneck, kam das ja auch immer wieder mal auf, selbst wenn man den Patienten am Stiffneck gelagert hätte auf dem Spineboard, dass eigentlich physiologischerseits eigentlich der Kopf ein bisschen höher liegen müsste. Wie löst ihr das mit Headblocks? Würdet ihr auch den Kopf noch unterfüttern, dass man in eine etwas angenehmere Position kommt, oder würdet ihr sagen, nee, der kann ruhig flach liegen und also das passt? Oder wir unterfüttern da gar nichts. Also für uns ist die Idee, dass wenn wir, dann müsste man ja zum Beispiel sagen, ein sinnvolles Kissen gibt es ja auf der Striker nicht wirklich oder auf einer anderen Trage auch nicht, weil die hat ja schon so eine anatomische Form, dass eigentlich das so ein bisschen so ein Headblock imitiert, sage ich mal. Eine Decke, die man vielleicht drunter legen könnte, ist zu weich. Damit kriegt man Anteflexion, Flexion in die HWS auch unter Headblocks, so dass wir dann die Flachlagerung des Patienten akzeptieren. Wenn er der Patient das toleriert, natürlich, vorausgesetzt. Also wir sollten den Patienten in keine Position bringen, die er selbst als unbequem empfindet. Wahrscheinlich hat er recht. Okay. Und wir haben noch eine Frage von einem unserer oberärztlichen Kollegen aus Mehrheim gekriegt. Wie sehen denn die juristischen Aspekte aus? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich jetzt einen polytraumatisierten Patienten entgegen der S3-Leitlinie, auch wenn die ein bisschen schwammig ist, ohne HWS-Immobilisation versorge. Da gibt es anscheinend auch aus den USA, eine Toscano et al., haben wohl einen großen Anteil an Fällen publiziert, wo dann Gutachter im Nachgang gesagt haben, hätte man nicht vielleicht einen etwaigen Schaden vermeiden können. Auch wenn wir jetzt eigentlich denken von der Kinetik, dass es eher unwahrscheinlich ist, begebe ich mich da rechtlich auf Glatteis. Also aus unserer Interpretation, und wir haben da viel drüber diskutiert, erstmal nicht. Also erstmal sagen wir ja nicht, wir wollen Patienten nicht immobilisieren. Mhm. Wir haben ja schon klar gesagt, wir wollen die gerade immobilisieren, eher mehr. Ja, also mit Vakuummatratze und Headblocks. Mhm. Die wir nicht immobilisieren, nämlich die keins dieser Kriterien, ihr könnt das gerade gar nicht mehr sehen, die keins dieser Kriterien erfüllen, die sind ja wirklich relativ low risk. Also die sind low risk. Die haben keinen gefährlichen Unfallmechanismus, die haben gar nichts. Und die jetzt noch rausfallen, sind die, die mit degenerativen Wirbelsäulenverletzungen, Wirbelsäulenschäden oder Kinder. Und da glauben wir einfach, und das sehen auch die internationalen Leitlinien, die wir hier sonst noch erwähnt haben, so, dass da der Schaden größer wäre als der Nutzen, wenn wir die in eine Immobilisation zwingen. Und da ein Jurist und ein Gutachter, also in Deutschland würde der Jurist ja immer auf den Gutachter hören, und wir hoffen darauf, dass der Gutachter sich bei schwammigen S3-Leitlinien an der Evidenz orientiert und nicht alten Sachen nachhängt.
Aber das können wir natürlich nicht, also eine Garantie dafür zu geben, ist extrem schwierig. Das muss man natürlich ganz, ganz klar sagen. Aber da es keine Evidenz für den Nutzen gibt und diese Toscano-Studie, meine ich, nur eine relativ kleine Fallzahl beinhaltet, im Endeffekt, wo die das nachgewiesen haben, die potenzielle Verletzung, aber da kann Björn sicherlich mehr zu sagen, als ich das jetzt kann. Er nickt schon, weil da sehen wir da ein relativ geringes juristisches Risiko. Ja, möchtest du dich dazu noch äußern? Ich möcht mich sehr gern äußern. Also erstmal vielen Dank für eure Darstellung, die mir wie immer bei euch ziemlich gut gefallen hat. Ich möchte vor zwei Aspekten warnen. Also gehen wir mal auf Toscano ein. Ja, Toscano hat eine geringe Fallzahl, aber er hat 24 Patienten beschrieben, die eine sekundäre Verschlechterung wahrscheinlich bekommen haben, weil sie nicht immobilisiert wurden. Und ich kann euch mit Sicherheit sagen, eure Haftpflichtversicherung schließt euch schon nach dem ersten Fall aus. Also 24 Fälle könnt ihr euch nicht leisten, das geht nicht. Das ist ein juristisches Problem und da werden Gutachter ziemlich hellhörig und ziemlich vorsichtig. Und was mir so ein kleines bisschen gefehlt hat, also ich stimme eigentlich in allen Punkten mit euch überein, aber was wir deutlich sagen müssen, wir müssen unsere Patienten kritischer betrachten. Was ich in der Notaufnahme regelmäßig sehe, ist, dass mir Patienten gebracht werden, zum Beispiel 72 Jahre, Stolpersturz in der eigenen Wohnung, eine Verletzung oberhalb der Schlüsselbeinebene, also zum Beispiel dickelnde Kopfwunde über dem Jochbein oder auf der Stirn. Und dann heißt es, diese Patienten hätten ein Schädel-Hirn-Trauma und dann hätte man sie ja gar nicht immobilisieren müssen. Und wenn man keinen Stiffneck anlegen darf, dann darf man sie auch gar nicht immobilisieren, weil eine Vollimmobilisation wäre ja nur mit Stiffneck. Das heißt, diese Patienten werden ganz ohne Immobilisation gebracht. Das sind aber die Patienten, die aufgrund von Osteoporose und anderen Vorerkrankungen durchaus ein Risiko haben für eine Dehnfraktur. Und wir sehen das auch. Wir haben da auch Bilder dazu. Deswegen wäre ich gerade bei solchen Patienten vorsichtig. Und ich glaube, gerade bei denen Patienten reicht auch eine Immobilisation der HWS alleine. Die müssen nicht auf einer Vakuummatratze oder einem Spineboard festgezurrt werden. Aber wenn die nachher mit ihrer Dehnfraktur neurologische Probleme bekommen, dann werden wir Schwierigkeiten haben, nachzuweisen, ob das primär so war, vor allem wenn wir es nicht gut dokumentiert haben, oder ob das sekundär gekommen ist. Dann kommt Toscano und dann fragt unsere Haftpflichtversicherung, wie oft wir das machen. Also ich glaube, wir müssen da ein kleines bisschen kritischer sein und jeden Patienten einzeln betrachten und nie pauschale Aussagen treffen. Ich gebe dir absolut recht. Ich sehe das genauso wie du. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass in unseren Kriterien, die ihr ja auch auf unserer Homepage nachlesen könnt, jeder über 65 quasi nach Sturz als Risiko gewertet wird. Und somit ja. Patienten, ob wir denn ein bisschen überimmobilisieren mit der Vakuummatratze. Das okay. Magst das ist aber genau der Punkt, Torben. Ich weiß nicht, ob man jeden über 65 dann voll immobilisieren muss. Da, das ist der Punkt, den man sich angucken muss. Okay. Ich glaube, Frank hatte noch einen Kommentar. Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche. Ja, also ich von der juristischen Seite gebe ich dem Björn völlig recht. Ich glaube, kommt natürlich immer darauf an, an welchen Gutachter man gerät, aber Fraktur in der oberen HWS und keine Immobilisation, das wird sicherlich manche hellhörig machen. Andererseits ist es so, wir haben selber Untersuchungen gemacht mit Leichen am Modell mit stabilen Verletzungen, gerade der oberen HWS, haben Atemwege gesichert, haben aber auch HWS-Orthesen angelegt, haben unter Myelographie geschaut, was passiert denn. Und man sieht tatsächlich schon allein bei Anlage von HWS-Orthesen in dem Bereich eine Kompression auf den Spinalkanal. Nicht aufs Myelon selber, ist schwer darzustellen, aber sicherlich kann man auch durch, sagen wir mal, unvorsichtiges Anlegen dort mehr Schaden anrichten. Ganz abgesehen von der juristischen. Okay. Ja, ich muss leider, wir haben auch noch ganz viele spannende Fragen gekriegt. Wir haben ein straffes Programm heute, aber die Fragen werden nicht in Vergessenheit geraten. Die werde ich an unsere Referenten weiterleiten und die wir dann vielleicht in Folgesitzungen oder auch in einer weiteren Podcast-Folge nochmal aufarbeiten können, falls sie nicht noch mit schon anderen Themen beantwortet sind. Und damit würden wir zum zweiten Thema übergehen. Das ist die Thoraxentlastung mit Björn Hossfeld. Björn. Ja,
Vielen herzlichen Dank. Ich versuche mal, meinen Bildschirm zu teilen. Sollte gleich gehen. Ich hoffe, ihr könnt schon was sehen. Ja, müsste klappen, oder? Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke natürlich an Professor Wappler. Danke, Marc, fürs Organisieren. Und ihr habt mich gerade schon im Bild gesehen. Ich habe das große Vergnügen, in dieser herrlichen Umgebung um den höchsten Kirchturm der Welt Luftrettung und Hauptnotarztdienst zu machen. Und es ist am Anfang schon gesagt worden, gemeinsam mit dem Jürgen Knapp aus Bern und dem Michael Bernhard aus Düsseldorf betreiben wir seit ein paar Jahren den Blog Newspapers EU. Ich bin heute gebeten worden, was zur Thoraxentlastung zu sagen. Eigentlich, was wir erreichen wollen, ist, dass es so ein Bild, wie wir es hier gerade sehen, so ein Röntgenbild gar nicht gibt. Weil es geht darum, dass wir einen Spannungspneumothorax nicht erst im Röntgenbild erkennen, sondern vorher und dann auch entlasten. Denn, und so steht es in der S3-Leitlinie Polytrauma, der Spannungspneumothorax ist die häufigste reversible Ursache des traumatischen Herz-Kreislauf-Stillstandes und soll in der Präklinik entlastet werden. Das ist eine Grad-A-Empfehlung. Oder man kann es noch viel krasser formulieren, wie Klaas Buschmann und Christian Kleber, die gesagt haben, no more tension pneumothorax in unsuccessfully resuscitated patients with penetrating chest trauma at autopsy. Das heißt, die haben Patienten gesehen, die hätten nicht sterben müssen, wenn sie eine Thoraxentlastung erfahren hätten. Und ihr seht meine Grafiken schon hier. Ich habe mir heute überlegt, was kann ich in einem kurzen Impulsvortrag sagen zum Thema Thoraxentlastung. Und ich möchte euch sagen, warum MacGyver Fledermäuse mag, aber Voodoo-Puppen nicht so sehr. Zu den Fledermäusen oder bevor wir zu den Fledermäusen kommen, ganz klar erstmal eine Aussage zu invasiven Maßnahmen prähospital, weil immer wieder so auftritt, ach, müssen wir das überhaupt machen? Wir sind doch viel schneller im Schockraum, wenn wir auf die invasiven Maßnahmen verzichten und uns ein bisschen mehr beeilen. Da gibt es schon aus 2012 eine schöne Arbeit von Martin Kuller. Die Kollegen haben Daten aus dem Traumaregister ausgewertet und haben geguckt, was denn passiert, wenn man invasive Maßnahmen prähospital macht oder erst im Schockraum, und haben gut zeigen können, dass die Zeit, die man einspart, wenn man prähospital keine invasiven Maßnahmen macht, dass diese Zeit im Schockraum wieder verloren geht, weil die Maßnahmen dort nachgeholt werden müssen. Wenn also die Maßnahmen prähospital indiziert sind, müssen sie auch prähospital durchgeführt werden. Und da kommen wir zur Fledermaus, nämlich zum Ultraschall. Es gibt eine schöne Studie aus Dänemark, die hat 590 prähospitale Ultraschalluntersuchungen betrachtet und hat zeigen können, dass in 11,7%, und das ist schon ein Wort, finde ich, durch eine prähospitale Ultraschalluntersuchung eine Änderung im Therapieregime bereits vor Erreichen der Klinik stattfindet. Das heißt, number needed to treat, wenn wir bei 8,5 Patienten einen Ultraschall machen, können wir bei einem Patienten davon ausgehen, dass sich das Therapieregime ändert. Und ich habe auch ein paar eigene Daten. Die sind zwar noch nicht publiziert, aber die werden gerade publiziert aus unserem Kollektiv am Christoph 22. Wir haben da vor einigen Jahren ganz strukturiert Ultraschall eingeführt, indem wir alle Notärzte entsprechend ausgebildet haben, strukturiert erstmal in der Klinik ausgebildet haben, ein strukturiertes Kurskonzept hatten und dann den Ultraschall auf dem Hubschrauber eingeführt haben und dann auch klar gesagt haben, was geschallt werden soll. Und wir haben dann diese ganzen Ultraschalluntersuchungen auch dokumentiert. Und ich habe jetzt nur mal die Daten von Patienten mit Thoraxtrauma rausgegriffen. Und wir hatten da 30 Patienten in diesem kleinen Kollektiv, bei dem die Kollegen den Verdacht auf einen Pneumothorax hatten, und 89 Patienten, bei denen zwar ein Thoraxtrauma vorlag, die Kollegen aber gesagt haben, auch klinisch haben sie keinen Verdacht auf einen Pneumothorax. Dann wurde Ultraschall gemacht. Und dann haben wir gesehen, dass bei 5 Patienten von den 30, wo der Verdacht auf den Pneumothorax vorlag und wo wir früher auf jeden Fall eine Thoraxdrainage angelegt hätten, keine Thoraxdrainage nötig war, weil gar kein Pneumothorax im Sono nachgewiesen werden konnte. Aber von den 89 Patienten, bei denen klinisch kein Verdacht auf den Pneu vorlag, nachher ein Pneu gesehen wurde, also bei 10 Patienten doch ein Pneumothorax vorlag, der dann auch entlastet wurde. Also man braucht, glaube ich, eine gute diagnostische Sicherheit, und die wird
durch die Anwendung von Ultraschall auf jeden Fall erhöht. Das nächste ist das Problem mit den Voodoo-Puppen. Ja, wir bilden auch militärisch aus, dass ein Spannungspneumothorax, wenn er denn vorliegt oder wenn ein Verdacht darauf da ist, über eine Nadeldekompression zumindest kurzfristig entlastet werden kann. Da steht auch so in der S3-Leitlinie Polytrauma drin, also die Entlastung eines Spannungspneumothorax sollte durch eine einmalige, vor allem einmalige Nadeldekompression erfolgen, einfach weil es schnell geht in der Annahme, dass man eine Nadel schnell zur Hand hat. Wenn wir aber auf das Bild gucken und eine orange Vigo, 14-Gauge-Vigo, so im Thorax stecken sehen, dass ein Teil ihrer möglichen Stichlänge noch rausschaut, dann muss man sagen, steckt diese Nadel nur irgendwo im Brustmuskel, hat aber den Pleuraraum nie erreicht. Das heißt, so kann eine Nadeldekompression nicht funktionieren. Darüber hinaus ist die Nadeldekompression wirklich nur ein Notbehelf, weil wir viele Möglichkeiten haben, dieses geringe Lumen schnell wieder zu verschließen. Eine wichtige Sache ist, wie man es im Bild sieht, dass diese Teflon-Kanüle abknicken kann, und zwar allein schon durch die Atemverschieblichkeit. Deswegen, wenn wir eine Nadeldekompression machen, muss die Nadel belassen werden. Die können wir ein Stück zurückziehen, dass die Spitze, so wie bei einer venösen Punktion, in der Teflon-Kanüle verschwindet und wir die Lunge nicht mehr verletzen können. Aber wir brauchen die Nadel als Armierung, sonst ist das Risiko des Abknickens viel zu groß. Und so wie wir es im Bild sehen, wir brauchen eine lange Nadel, mindestens 8 cm. Da gibt es genügend Untersuchungen dazu. Ich habe auch welche aufgeführt, die zeigen, dass wir mit den 4,5 cm einer orangen Vigo beim normalen Erwachsenen den Pleuraraum nicht verlässlich erreichen können. Deswegen kommen wir zum MacGyver, der immer sein Schweizer Taschenmesser dabei hat. Und so steht es letztlich auch in der S3-Leitlinie drin. Nach der Nadeldekompression sollte eine chirurgische Eröffnung des Pleuraspalts, also mit dem Skalpell und mit einer stumpfen Schere, erfolgen, mit oder ohne Einlage einer Thoraxdrainage. Wichtig ist erstmal, dass die Pleura nach außen geöffnet wird. Wenn ich meinen Finger drin habe, kann ich Luft gut ablassen. Wenn ich dann eine Thoraxdrainage einlege, schaffe ich mir einen offenen Weg. Aber wichtig ist erstmal die chirurgische Öffnung. Wir sehen im Bild, dass wir das in Ulm in Monaldi-Position machen, also auch nicht nur die Entlastungspunktion, sondern auch die Nadel. Da gibt es immer wieder Diskussionen, was ist richtig, was ist falsch. Es gibt eine schöne Untersuchung dazu, die gezeigt hat, dass es keinen Unterschied bezüglich der Fehllagen gibt, dass es keinen Unterschied gibt, was die Entlastung des Spannungspneumothorax angeht, und dass es deswegen letztlich die Entscheidung des Durchführenden ist. Unser Konzept sieht vor, weil es im RTW oft zu eng ist, um den Arm gut auszulagern, um in Bülow-Position seitlich in der Achse die Thoraxdrainage anzulegen, das Prähospital in Monaldi-Position zu machen. Aber innerklinisch bei uns im Haus legen wir auch alle Drainagen in Bülow-Position. Damit komme ich schon zum Fazit und habe versucht, mich für den Impulsvortrag kurz zu halten. Ultraschall hilft uns auf jeden Fall, die Diagnose eines Spannungspneumothorax zu sichern. Die Nadeldekompression kann kurz funktionieren, Voodoo übrigens möglicherweise auch. Ich bin da nicht so sicher und kompetent drin, aber es ist nur ein Notbehelf. Die definitive Thoraxentlastung sollte immer chirurgisch erfolgen. Ich bedanke mich ganz herzlich, mache noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir hoffen, am 1. Oktober in Ulm das Flugrettungssymposium in Präsenz durchführen zu können. Und bin gespannt auf eure Fragen. Ja, Björn, vielen Dank für den sehr praxisnahen und kurzweiligen Vortrag. Ich hätte direkt eine Frage. Wir haben mal selbst eine Umfrage durchgeführt unter deutschen Notärzten. Vielleicht hat auch der ein oder andere, der jetzt zuhört, da mitgemacht. Und haben mal gefragt, wie viele Leute haben denn Ultraschallgeräte zur Verfügung? Und das war noch sehr, sehr, okay, zwei haben welche zur Verfügung, vielen Dank. Das war noch sehr gering, das war so bei 12,7%. Wie glaubst du, schaffen wir es, dass wir mehr Geräte verfügbar haben? Und das muss man auch dazu sagen, jetzt haben nicht alle Notärzte in Deutschland dich als Lehrer griffbereit. Wie schaffen wir das, auch Leute die Anwendung lernen? Ich glaube, viele schaffen es, ich sage mal, im Alltag auf der Intensivmedizin schon, aber auf die breite Masse, wie kriegen wir das hin?
Marc, dazu muss man die Antwort so ein bisschen aufsplitten. Also erstens, indem wir zeigen, dass wir Ultraschall brauchen, können wir auch die Forderung unterstreichen, dass es im Notarztdienst eingeführt werden muss. Das ist erstmal das Erste. Wir müssen zeigen, dass wir mit Ultraschall eine bessere Patientenversorgung machen können. Und das machen wir ja nicht nur beim Thoraxtrauma, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Ich bin inzwischen sehr, sehr froh, dass ich dieses Gerät auf dem Hubschrauber dabei habe. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich gesagt habe, das verzögert nur mein Arbeiten und ich habe keinen Benefit davon. Aber wir gerade in der Anästhesie sehen das Sono ja auch in anderen Bereichen immer mehr als Vorteil, sei es Gefäßpunktion, periphere Nervenblockade und so weiter. Was die Ausbildung angeht, da müssen wir uns fragen, ob wir immer noch richtig ausbilden. Wir machen den Notarztkurs seit 85 praktisch gleich. Da hat sich nicht viel geändert. Vielleicht müssen wir uns überlegen, ob die Notarztkurse nicht anders gestaltet werden müssen. Etwas, was immer viele nicht hören wollen, aber was ich immer wieder gebetsmühlenartig sage, wir haben zu viele Notarztstandorte in Deutschland. Wir brauchen mehr Kompetenz für den Notfallsanitäter. Und wir brauchen Notärzte, wo nicht nur Notarzt auf der Jacke draufsteht, sondern auch Notarzt drin ist, der in allen Situationen hochkompetent reagieren kann. Und zu dieser hohen Kompetenz gehört auch ein sicheres Ultraschallhandling dazu. Das wäre absolut, ich sag mal, glaube ich, wünschenswert, wenn man selbst der Verletzte ist. Ich habe da noch meine Zweifel, ob wir das flächendeckend so ad hoc hinkriegen. Mit Ärztemangel. Das ist die Grundidee. Ich meine, da sieht man so vielleicht die Extremvariante in Heidelberg mit dem MIG. Der gefühlt der Notarzt, der alles dabei hat, alles kann, ein ganz besonderes Anforderungsprofil erfüllen muss. Sicherlich wäre das nicht überall zwingend sofort verfügbar zu sein, aber ich glaube, mit der Heterogenität, die wir einfach haben im Notarztdienst, glaube ich, ist das in den Städten sicherlich oder in dicht besiedelten Regionen einfacher umzusetzen als jetzt, ich sage mal, in den Bereichen, wo manchmal vielleicht auch gar nicht das zuständige NLF im Dienst ist, wegen Ärztemangel. Also wünschenswert, zweifelsohne. Umsetzbarkeit sicherlich noch eine Herausforderung. Der Anspruch in deiner Frage scheitert an der Formulierung ad hoc. Wir werden das nicht morgen hinkriegen, aber wir müssen einen Plan haben, wie wir das für die Zukunft hinkriegen. Und dazu braucht es eine Änderung des Notarztindikationskatalogs. Der wird gerade an der Bundesärztekammer überarbeitet. Und auch wenn es schwierig ist, bin ich der Hoffnung, dass wir da weniger Indikationen finden, wo wir den Notarzt brauchen, als bisher. Wir brauchen auf der einen Seite die Kompetenz der Notfallsanitäter, aber wenn wir Kompetenz von den Notfallsanitätern fordern, dann müssen wir sie auch von den Notärzten fordern dürfen. Und nur weil ein Standort nicht besetzt werden kann mit hoher Qualität, heißt das nicht, dass niedrige Qualität ausreichend ist. Tut mir sehr leid. Frank, ihr hattet noch einen Beitrag. Ja, also ich bin da ganz beim Björn. Ich glaube nicht, dass wir wirklich einen Notarztmangel haben. Ich glaube, es gibt sicherlich viele und die müssen eingesetzt werden, wo man sie braucht. Und schöne Studien aus der Schweiz gelesen, heraus, Indikationen für die Rettungsdiensteinsätze ausgewertet haben und dass 87% quasi nicht vitale Bagatelleinsätze waren. Zu einem großen Anteil dieser Einsätze schicken wir aktuell auch unsere Notärzte. Dadurch werden wir sicher den Effekt haben, den wir uns als erwarten, weil dort wieder völlig kein Grund. Ja, Tom. Ich möchte noch ergänzen, also wir stimmen dem allen komplett zu, dass wir dadurch auch einen Frust bei den gut ausgebildeten Notfallsanitätern hervorrufen. Ja, also wir haben nicht nur den Effekt, dass der Notarzt viele unnötige Einsätze macht oder unnötig, aber zumindest, sondern die Notfallsanitäter können niemals das anwenden oder nur sehr, sehr selten, was sie eigentlich lernen. Und da kommt es zu einem gewissen Frust in dem Berufsbild. Ja. Das müssen wir sogar noch ergänzen. Wir dürfen gar nicht nur an die Notfallsanitäter denken. Wir brauchen notärztlichen Nachwuchs. Und ich bin sicher, Torben und ich sind Notarzt geworden, weil wir das als Rettungsdienstler total spannend fanden, was der Notarzt da macht. Aber heute, wenn ich Notärzte, Kandidaten oder Aspiranten auf 50 Einsätze mitnehme,
dann machen die Altenheimbesuche zur hypertensiven Entgleisung. Da ist die Frage, ob das noch junge Kollegen motiviert, Notarztdienst zu machen. Wollen die dafür nachts aufstehen, was der Notarztdienst heute beinhaltet? Also es ist auch eine schlechte Motivation für den notärztlichen Nachwuchs. Ich würde gerne, also, ja, Johannes? Ja, du hast völlig recht, das ist schlechte Motivation. Ich glaube, 6 Wochen Dienst in letzter Zeit und keinen kritischen Patienten gesehen in den letzten 6 Wochen. Aber im Endeffekt ist es so, dass man wir zusehen müssen, dass wir als Notarzt den Benefit zum Patienten bringen. Das hast du schon gerade gesagt. Und wir müssen uns kontinuierlich weiterqualifizieren. Und solange wir das nicht tun, kommen wir aus dieser Diskussion nicht raus. Ne? Also solange der selbstfahrende Hausarzt irgendwo noch unterwegs ist, ohne den jetzt diskreditieren zu wollen. Aber der kann natürlich nicht den Pokus-Skill, die Thorax, auf jeden Fall die Thorax-Drainage, ich will gar nicht von der Fingerthorakostomie sprechen, die wird der kaum zum Patienten bringen, es sei denn, er ist exzellent motiviert und das sind ganz, ganz wenige. Und so, da müssen wir hin und da müssen wir als Notärzte hin und wenn wir das schaffen, dann kriegen wir am Ende weniger Standorte, dafür hochqualifizierte Notfallsanitäter und eine Top-Versorgung für den Patienten in Deutschland. Ja, ich würde ganz gerne noch eine Frage aus dem Publikum, die jetzt wieder etwas auf die praktische Anwendung geht. Nach der chirurgischen Entlastung ohne Drainage, also Fingerthorakostomie, immer Drainage, keine Drainage und wenn keine Drainage, wie abdecken? Mit einem Chest-Seal oder was würdest du empfehlen, Björn? Also das Chest-Seal ist ja nicht dafür entwickelt worden, dass man, wenn wir eine Mini-Thorakotomie machen, das nachher wieder zuklebt. Das Chest-Seal ist zur Versorgung von den primären penetrierenden Thoraxverletzungen gedacht. Also wir legen in jede Thorakotomie eine Drainage ein. Wenn man keine hat, kann man das auch mit irgendwas anderem offen halten und man kann auch einen Tubus reinstecken und blocken, dann rutscht der auch nicht raus. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich würde irgendwas reinlegen, dass es offen bleibt. Und ist die Einmalpunktion nicht irgendwie so ein bisschen Umweg, wenn wir nach der Punktion ohnehin eine Drainage legen? Jetzt hast du gesagt, die Nadel ist schnell griffbereit, das stimmt auch, aber eigentlich brauche ich ja eigentlich nur ein Skalpell und ein paar Handschuhe. Ist auch eigentlich schnell griffbereit. Und dann habe ich immer auf jeden Fall das Feedback, dass ich den Pleuraraum erreicht habe und eventuell den Pneu oder eine Spannungskomponente wirklich entlastet habe. Sind wir so weit schon oder würdest du trotzdem sagen, nee, komm einmal pieken, das schadet nicht? Das soll nicht arrogant klingen. Ich pieke gar nicht. Ich nehme ein Skalpell, mache den Thorax auf. Das ist die schnelle Lösung. Wir haben das aber auch alles fertig gepackt. Wenn wir jetzt aber in der Situation sind, dass ein Notarzt den Pneumothorax feststellt und entscheidet, er bräuchte jetzt eine Drainage, dann muss aber erstmal das Drainageset rausgesucht werden und aufgemacht werden und dann vergeht Zeit. Dann kann ich mir diese Zeit mit einer Entlastungspunktion überbrücken. Dafür ist die Entlastungspunktion geeignet. Aber ansonsten, wenn ich dieses Set schnell oder das Skalpell schnell griffbereit habe, dann mache ich gleich eine Mini-Thorakotomie. Okay. Gut, Frank. Eine Frage hätte ich noch. Hört ihr mich gut? Ja, gerade das Mikro gewechselt. Ja. Björn, du hattest gerade gesprochen über die Drainageneinlage nach der Mini-Thorakotomie. Wie würdest du das bewerten? Ist dir ein Fall bekannt, wo eine Mini-Thorakotomie chirurgisch durchgeführt wurde ohne Drainage, wo es dann zum erneuten Spannungspneumothorax kam, weil das doch immer wieder in der Diskussion ist? Also da wurde ich auch schon persönlich, musste ich mich stark rechtfertigen in Schockräumen, als Patient mit Mini-Thorakotomien ohne Drainagen dorthin kam, weil es wirklich eilig war. Ist dir was bekannt, dass so ein Fall irgendwo publiziert ist? Nein, mir ist kein einziger Fall bekannt. Wichtig ist die Entlastung. Gut, auch hier haben wir noch einige Fragen, die wir leider nicht alle jetzt beantworten können, aber auch da machen wir es wie bei den anderen Themen, dass wir die sammeln. Wir würden jetzt ganz gerne zum nächsten Thema übergehen und da darf ich Torben und Johannes wieder das Wort erteilen und es geht um den Einsatz von Tranexamsäure in der Schwerverletztenversorgung. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Marc. Wir versuchen noch den Bildschirm gerade ans Laufen zu bekommen und dann geht es auch sofort mit der Präsentation los. So, jetzt dürftet ihr unseren Bildschirm sehen. So. Ja, perfekt. Und zwar haben wir jetzt ja schon ganz, ganz viel spannend diskutiert und jetzt haben wir noch ein weiteres
spannendes Thema für euch, oder in diesem Fall geht es um ein Medikament. Und das ist eins der meist gehypten Medikamente in der Notfallmedizin der letzten Jahre. Ich glaube, das kann man einfach mal so stehen lassen, neben Ketamin vielleicht. Und wir wollen jetzt in den nächsten hoffentlich 10 Minuten kurz den Wirkmechanismus erklären und im Anschluss ganz kurz einmal die aus unserer Sicht wichtigsten Studien zu dem Thema vorstellen, zum Hype geführt haben und dann mit euch diskutieren, ob wir wirklich jedem Patienten immer Tranexamsäure geben sollten oder halt auch nicht. Genau, ganz kurz und stark vereinfacht müssen wir einmal kurz über Gerinnung reden, weil wenn wir über gerinnungswirksames Medikament reden. Gerinnung, muss man sich erstmal bewusst machen, läuft zu jeder Zeit in unserem Körper ab. Zu jeder Zeit gibt es pro- und koagulatorische Faktoren und die halten sich die Waage. Jeder Endothelschaden, hier beispielhaft am einem meiner größten Helden meiner Kindheit festgemacht, führt zu einer Aktivierung beider Systeme. Des prokoagulatorischen Systems und des antikoagulatorischen Systems. Das antikoagulatorische System wird bei diesem Endothelschaden durch die TPA, also den Aktivator, aktiviert. Dieses TPA bindet an Plasminogen und zusammen werden die beiden Plasmin. Plasmin wiederum spaltet das Fibrinogen in zwei Spaltprodukte und es führt damit zu einer Auflösung des Thrombus. Ja, falls du was brauchst, du kannst gerade reinkommen. Praktischerweise passt unsere Tranexamsäure genau in diese Lysin-Bindungsstelle, die wir da haben, am Plasminogen und blockiert das und blockiert somit die Spaltung von Fibrinogen durch die Tranexamsäure. Und die Mechanismen für eine trauminduzierte Gerinnungsstörung, ich glaube, das ist vielen bekannt, die sind relativ vielfältig. Hoher Blutverlust und somit Verlust von Thrombozyten und Gerinnungsfaktoren, schlecht für die Gerinnung. Niedriger pH-Wert, sprich saures Milieu, schlecht für die Gerinnung. Kalte Patienten, deshalb Wärmeerhalt so wichtig beim Traumapatienten, schlecht für die Gerinnung. Ganz, ganz viel Volumen, Verdünnungseffekte, schlecht für die Gerinnung. Egal, und wir geben übrigens keinen Nazel, das wollte ich nur an dieser Stelle nochmal einfließen lassen, weil das immer so ein Lieblingsthema von mir ist. Und die trauma-induzierte Koagulopathie, die setzt schon relativ häufig und früh nach dem Trauma ein. Und das lässt sich so, also gerade so früh, dass ich das mit den Ursachen, die ich gerade genannt habe auf der Folie zuvor, wahrscheinlich nicht hinreichend erklären lässt. Deshalb hat man mal geschaut, woran liegt es denn überhaupt? Und mittlerweile ist man so weit, dass man eben die trauma-induzierte Koagulopathie als Gerinnungsstörung mit eigener Entität im Prinzip versteht und als Problem der ersten Stunde, also dieser sogenannten Golden Hour, bezeichnet. Die Arbeitsgruppe von Flocard et al. Hier, die haben eine prospektive Observationsstudie gemacht und haben noch am Unfallort 45 Traumapatienten dazugegeben, eine kleine Fallzahl untersucht, haben den Blut abgenommen, noch bevor überhaupt irgendetwas anderes mit diesem Patienten gemacht wurde und also auch keine Infusionen gegeben wurde, keine Medikamente gegeben wurden wie Tranexamsäure und da hat man schon in 56% der Fälle direkt nach dem Unfall im Prinzip gesehen, dass es abnormale Ergebnisse bei den Gerinnungsfaktoren gab und das, obwohl die Patienten zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im fulminanten Schock waren, während man früher ja immer gesagt hat, naja, die Gerinnungsstörung kommt eben durch das Schockgeschehen, so geht man jetzt mittlerweile davon aus, dass die Tick eben eher daherkommt, dass das Trauma massiv ist und je ausgeprägter das Trauma, desto ausgeprägter auch die Tick und weniger durch den Schock im Prinzip, sondern eher eine Hypoperfusion plus Gewebeschaden in Kombination. Genau. Wenn wir über Studien zu Tranexamsäure reden, müssen wir über diese beiden Studien reden, nämlich CRASH 2 und CRASH 3. Die CRASH 2-Studie ist sicherlich die Studie, die weltweit und auf jeden Fall in Deutschland, so wie ich es erlebt habe, zu einem Hype der Tranexamsäure geführt hat. Das ist eine riesengroße Studie, doppelblind, randomisiert, 40 Länder, 274 Krankenhäuser, über 20.000 Patienten. Primärer Endpunkt, Tod innerhalb von 28 Tagen. Und Ergebnis, deswegen der Hype, signifikante Risikoreduktion der Gesamtsterblichkeit, Unsterblichkeit durch Blutung um 1, also die Überlebensrate ist um 1,5% gestiegen. Von 14,5, bessere Überlebensrate.
Wir haben das Lachen im Hintergrund gehört. Irgendein Mikro ist nicht stumm. Genau. Es gab keine vermehrten thromboembolischen Rat, also keine erhöhte Thrombembolie-Gefahr in dieser Studie. Und das war ja erstmal sehr, sehr spannend. Nun gab es auch einige Kritik an der Studie, da will ich aber gleich erst nach der CRASH-3-Studie drauf eingehen. Im Jahr 2019 folgte dann die CRASH-3-Studie. Hier ebenfalls doppelblind randomisiert, ebenfalls groß, diesmal nur in Anführungszeichen über 12.000 Patienten. Und hier ging es um den Tod nach Schädel-Hirn-Trauma. Und der wurde mit Tranexam behandelt. Primärer Endpunkt wieder Tod innerhalb von 28 Tagen. Und hier zeigte sich leider kein signifikanter Vorteil. Das heißt, beim Schädel-Hirn-Trauma und der ICB scheint die Tranexamsäure keinen Benefit zu bringen. Jetzt kommen wir zur Kritik an diesen Studien. Der Hauptkritikpunkt an diesen Studien ist, dass 95% der Patienten in zweite und dritte Weltländern rekrutiert wurden. Und dadurch auch die sonstige Therapie erstmal vielleicht gar nicht mit unserem Rettungsdienstsystem vergleichbar ist und zum anderen auch nicht standardisiert war. Dann zweiter Kritikpunkt, gerade an der CRASH-2-Studie, dass es überhaupt von über 20.000 Patienten nur 1.000 Tote gab. Und die meisten davon starben am SAT. Und der nächste große Kritikpunkt, den ich finde auch relevant finde, gerade bei der CRASH-2-Studie, ist die Transfusionswahrscheinlichkeit ganz, ganz gering gewesen. Die meisten Patienten wurden gar nicht transfundiert oder haben, wenn sie transfundiert wurden, nur so 3 EKs bekommen, was ja weit ab von einer Massentransfusion ist. Ja. Zusätzlich haben wir hier noch eine relativ aktuelle, aus diesem Jahr muss man sagen, Meta-Analyse rausgesucht. Die haben wir extra genommen. Man sieht hier, sie beinhaltet nur 2149 Patienten, weil sie eben die beiden CRASH 2 und 3 Studien nicht beinhaltet, die gerade aufgrund dieser schieren Masse an Patienten schon allein in der Lage sind, eben eine Meta-Analyse zu verzerren. Hier sind 3 Observations- also Beobachtungsstudien und eine randomisierte Studie eingeflossen. Und die haben eine 40-prozentige Reduktion der 24-Stunden-Sterblichkeit durch Tranexamsäure gezeigt, aber trotzdem keine Reduktion der 28-Tage-Mortalität, was für mich immer ganz wichtig ist. Also das Langzeitüberleben nach Polytrauma war in dieser Studie nicht besser, aber auch hier keine vermehrte Thrombose-Neigung bei den Patienten. Das ist natürlich insgesamt jetzt nur eine ganz, ganz kleine Auswahl der Studien, die es gibt zu Tranexamsäure. Was man sicherlich zusammenfassend sagen kann, ja, es scheint einen positiven Effekt von Tranexamsäure zu geben, zumindest auf die Blutung und auf das Kurzzeitüberleben. Und das Thromboserisiko, soweit es denn überhaupt vorhanden ist, scheint überschaubar zu sein. Aber es ist sicherlich nicht der Game Changer oder die Magic Bullet, die wir uns von zu Anfang erhofft haben. Ich bin wirklich gespannt, wie wir die ganze Sache zur Tranexamsäure, die wir jetzt gerade diskutieren, in 10 Jahren beurteilen. Johannes und ich haben da viel drüber diskutiert und wir beurteilen das Ganze wie folgt. Die TIC, also die Trauma-Induced Coagulopathie, ist mein Wort heute, ist ein weiterer Faktor in der Kaskade der posttraumatischen Gerinnungsstörung, die wir hier schon besprochen haben. Dazu kommt der Blutverlust, der niedrige pH, die Körperkerntemperatur und das Volumen und dann eben noch die Hyperfibrinolyse, die wir durch die Tranexamsäure stoppen. Das heißt, wir greifen mit der Tranexamsäure einen einzelnen Punkt daraus an und vielleicht sind da noch Punkte bei, die wir gar nicht kennen, nämlich patientenspezifische Punkte. Und vor 20 Jahren hätten wir wahrscheinlich auch gar nicht über die Hyperfibrinolyse diskutiert, deswegen wissen wir es gar nicht. Aber wir müssen alle diese Punkte angehen und die Tranexamsäure ist ein Faktor davon. Genau, ein kleiner Baustein des Ganzen und sie gehört sicherlich heute in moderne Traumaversorgung dazu, aber ist eben nicht das, was es am Ende alleine rausreißt. Und ich denke, das ist ein schönes Schlusswort und dann gibt es Fragen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Diesmal sind wir in 10 Minuten geblieben. Genau, 10 Minuten. Ja, genau, 10 Minuten, das ist wunderbar. Ich hätte direkt eine Frage. Bei Tranexamsäure gibt es ja immer einen ganz klaren zeitabhängigen Faktor für den erwarteten Benefit. Wie macht ihr das denn? Welchen Patienten würdet ihr präklinisch Tranexamsäure geben?
Also das ist eine, also wir wissen alle, Blutungen präklinisch einzuschätzen ist schwierig. Also Blutmengen da einzuschätzen ist schwierig. Ich würde sagen, jedem kritischen Polytrauma, also kritisch C-Problem, bei dem ich eine Blutung vermute, wir haben vorhin schon über Sono gesprochen, hoffentlich kann ich sie ja mit, spätestens mit Sono auch im abdominellen Raum oder im Thoraxraum auch beweisen, der kriegt von mir Tranexansäure. Ja, dem möchte ich mich anschließen. 1 Gramm. 1 Gramm als Bolus und dann den Rest über Perfusor, das wird aber meistens in der Klinik dann erst möglichst kurz und schnell, die britische Versorgung halt kurz halten und da halten wir uns dann mit Perfusoren nicht auf. Was wir ein bisschen unterschlagen haben bei der CRASH-2-Studie, war es so, der Benefit wurde innerhalb der ersten Stunde gesehen möglichst. Das ist ja das, worauf du auch anspielst. Es wurde sogar ein negativer Effekt nach 3 Stunden gesehen. Also wenn sie es 3 Stunden später erst gekriegt haben, dann gab es sogar einen tendenziell leicht negativen Effekt, wobei man gar nicht so richtig weiß, woran das liegt, dass dieser negative Effekt dann nach 3 Stunden vorhanden war. Handhabt das jemand von euch anderen anders? Nö, soweit gut. Direkt eine Frage. So die thrombogene Wirkung von Tranexamsäure wurde ja zum Beispiel in CRASH 2 und 3 jetzt nicht, die haben nicht gezielt geguckt, haben die Thrombosen oder nicht. Das ist ja immer so ein bisschen, also man würde es, wenn es irgendwie massiv klinisch auffällt, würden wir sagen, würden wir da die Rate detektieren. Wäre da jemand eine Studie bekannt, die das mal ganz genau dokumentiert oder untersucht hat? Also es gibt ja mittlerweile viele, viele Studien zu Tranexamsäure. Und da gibt es auch sicherlich welche, also gibt es nicht nur sicherlich, es gibt welche, die auch eine erhöhte Thromboserate zeigen. Zumal gerade auch die großen Studien viele junge Männer beinhalten, weil die einfach mehr Trauma haben als andere Leute. Gerade in retrospektiven Studien, wo dann auch mehr Frauen drin sind, mehr multimorbide Patienten, wurde diese Thromboserate dann durchaus gesehen. Aber auch da ist die Rate im Falle von so einem Polytrauma, also jetzt im Vergleich zu der Gefahr des Polytraumas, eher gering. Man müssen da, das ist eine Gefahrenabwägung. Und deswegen bei jedem Patienten, bei dem ich eine Blutung sehe oder vermute, der ein kritisches Problem hat, kriegt Tranexamsäure. Nicht jeder Traumapatient. Genauso wie die HWS-Orthese. Es gibt kein One-Fits-All. Nicht jedes Trauma kriegt etwas, sondern ein Patient, bei dem ich die Indikation dafür sehe. Genau, da sind wir bei Björn. Ne? Wir müssen uns die Patienten genauer angucken. Wie ist da der Einsatz bei, wir haben ja eine älter werdende Bevölkerung und auch älter werdende Traumapatienten. Die sind ja, muss man sagen, so ein bisschen, ein klein bisschen Blindflug, auch wenn es vielleicht physiologischerseits Sinn macht, auch Dinge zu übertragen. Wären euch da Daten bekannt, wie das beim alten Patienten mit Tranexamsäure aussieht? Ich möchte, also mir sind jetzt keine Daten speziell zu Traumapatienten bekannt. Ich möchte aber Daten zitieren, die jetzt gerade rausgekommen sind im April, nämlich zur prophylaktischen Tranexamsäuregabe bei großen OPs, wo über 200.000 Patienten eingeschlossen wurden und wo auch keine erhöhte Thromboserate gezeigt wurde, zumindest also eine Tendenz, aber keine absolut erhöhte Rate, die signifikant war. Am Ende, da wird schon, es werden dadurch schon ein paar mehr Thrombosen auftreten. Signifikanz wurde oft nicht erreicht. Das wird eine geringe Rate sein. Wenn die Patienten wirklich kritisch sind, würde ich das auch einem geriatrischen Patienten aufgrund der jetzigen Datenlage geben. Wie seht ihr den Stellenwert von Calcium bei einer stärkeren Blutung? Eventuell, falls es verfügbar ist, auch präklinisch blind? Der Calciumabfall ist ja meistens später. Also der initial beim Trauma wird das Calcium, Björn ergänzt es gerne gleich. Das ist mein Verständnis des Ganzen, dass zumindest ganz akut bei einer vorher normalen Calcium der Abfall erst etwas später kommt, so dass Calcium definitiv in meine Schockraumversorgung ganz oben mit dabei ist. Präklinisch handhabe ich es meistens so bei unseren Transportzeiten, die wir hier bei uns haben, dass ich das nicht mache. Also ich bin da auch kein Freund von blinder Applikation von Labor oder Substitution von Laborwerten. Haben wir früher auch nicht, früher haben wir auch jeden gepuffert, das machen wir ja auch nicht mehr. Aber Björn, ich möchte dir auch nicht vorgreifen. Ich bin auch nicht allwissend, um Himmels Willen, aber wir sind, weil wir nicht allwissend sind, hergegangen und haben seit 2015 den Patienten, bevor sie überhaupt was bekommen haben, den Traumapatienten Blut abgenommen, und zwar sowohl eine BGA als auch ein Rotem, und haben das analysiert, publizieren das auch gerade. Und ich denke, wir müssen
ohne jetzt zu viel vorzugreifen, wir müssen ein Tool haben, um die Patienten zu erkennen, die das Risiko für eine traumainduzierte Koagulopathie haben. Und denen müssen wir prähospital massiv helfen. Und nicht nur mit Tranexamsäure, sondern auch mit Calcium, mit Fibrinogen und gegebenenfalls sogar auch schon mit EKAs. Und ja, dazu müssen wir diese Patienten tatsächlich identifizieren. Und wir sollten nicht, so wie es Johannes gerade gesagt hat, einfach blind alles in einen Patienten reinkippen. Sind wir wieder bei meiner Aussage von vorhin. Wir müssen uns unsere Patienten anschauen und wir brauchen auch in der Zukunft Forschung, die uns Tools an die Hand gibt, dass wir auch prähospital mehr über den Patienten wissen. Ja. Und was diese Aussage von Johannes von eben angeht, das fällt ja erst später ab. Ich glaube, diese Idee, dass irgendwas erst später abfällt oder ansteigt, liegt einfach daran, dass die Masse der Daten, die wir bisher haben, erst im Schockraum erhoben wurden. Wir haben noch zu wenig prähospitale Daten. Mag sein. Ihr habt ja beim Medical Intervention, wenn ich jetzt richtig informiert bin, eigentlich alles, was Björn sich wünscht, dabei für den Traumapatienten. Wie geht ihr vor? So ist es ja. Also wir haben ja die luxuriöse Situation, dass wir sowohl EKs als auch Fibrinogen als auch PPSB, natürlich auch Tranexamsäure und Calcium, und zwar ziemlich viel Calcium tatsächlich dabei haben. Wir haben einen Transfusionsalgorithmus, den wir nutzen. Also wir machen ein faktorenbasiertes Konzept. Wir geben jetzt kein plasma-lyophilisiertes, so wie das in manchen Systemen gemacht wird. Oder es gab ja sogar Studien, wo aufgetaute Plasmen mitgeführt wurden. Das halten wir für relativ wenig praktikabel, sondern wir haben dort einen faktorenbasierten Approach gewählt. Aber auch da sind wir in der Lernphase. Ja, wir werden diese Fälle aus. Wir analysieren die Gerinnung, wenn die Patienten in die Klinik kommen. Wir machen natürlich BGAs, wann immer das möglich ist. Häufig gelingt uns das inzwischen auch schon, dass wir ein präklinisches Sample haben, bevor wir anfangen zu transfundieren, auch wenn diese Patienten teilweise sehr, sehr kritisch sind und wenig Zeit bleibt. Und was man sieht, also zum Calcium muss man sagen, ist der Bedarf teilweise ganz immens. Also wir haben Patienten, die haben präklinisch 10 Gramm Calcium erhalten und kommen mit ionisiertem Calcium von 0,7 in der Klinik an, was ja wirklich beeindruckende Mengen sind, was für einen riesigen Verbrauch spricht. Ja, und eigentlich allein durch das Citrat, was in den EKs drin ist, kaum zu erklären ist. Also ich glaube, zum Calcium kann man sagen, es wird sicherlich eine Population geben, und es sind wahrscheinlich aus meiner Sicht die ganz massiv bluten, die so eine große Gerinnungsstörung haben, dass die auch Calcium präklinisch brauchen werden. Aber da bin ich komplett auf der Seite von Björn Hosfeld. Dort wird Calcium nicht mehr reichen. Dort werden wir ein Konzept brauchen, dass diese Patienten schon präklinisch mit Blutprodukten versorgt werden. Denn mit Kristalloiden, dazu werden wir später kurz was zeigen, ist es einfach physiologisch nicht machbar. Hat einer von euch ein BGA-Gerät zur Verfügung präklinisch? Kam eine Frage noch aus dem Auditorium? Wir hatten viele Jahre ein iStat dabei, aber es ist einfach zu kompliziert und zu aufwendig, um das prähospital zu machen. Und, die Kartuschen müssen gekühlt werden und es ist nicht wirklich lohnenswert, wenn man es nicht für eine Studie mitnimmt, das dabei zu haben. Wir brauchen andere Möglichkeiten. Der BasicSES könnte ein aus jetziger Sicht interessanter Wert sein, wenn wir das schaffen, den mit so einem Schnelltest wie Glucose oder können wir uns das vielleicht ein bisschen wegweisender helfen draußen, aber da gibt es kein Gerät für bisher. Okay. Gut, also zum Tranexamsäure sind wir sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Und damit würden wir jetzt auch schon zum letzten Schwerpunktthema überleiten. Das ist die Traumareanimation. Julius und Frank, ihr habt das Wort. Wir freuen uns sehr auf euren Vortrag. Wir hören euch gerade nicht. Jetzt müsste es gehen. Okay. Herr Professor Frank Wappler, vielen Dank für die freundlichen einleitenden Worte und für die Möglichkeit, hier teilzunehmen. Wir heißen alle Zuhörer herzlich willkommen zu den Mythen und Fakten des traumatischen Kreislaufstillstandes. Bei mir ist der Frank Weilbacher, wie immer. Mein Name ist Julius Hohmann und gemeinsam sind wir der Audio-Podcast Rettungsdienst FM. Und wir wollen gleich loslegen mit dem ersten Mythos. Die Frage,
Der erste Mythos wäre die Thoraxkompression. Nach meiner Ansicht ist es doch so, traumatische Einsätze sind immer recht kompliziert und stressig, und wenn wir keinen Puls mehr haben und der Patient reanimationspflichtig ist, dann haben wir doch eigentlich den Vorteil, dass wir wieder wissen, was wir tun müssen. Nämlich einfach drücken, 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 oder? Ja, also so war es ja über viele, viele Jahre, ist ja die, die Priorität der qualitativ hochwertigen Thoraxkompression immer weiter in den Vordergrund gerückt, in den Reanimationsleitlinien. Allerdings ist es so, dass schon seit 2015 es so ist, dass der ERC die Priorität der Thoraxkompressionen im traumatischen Kreislaufstillstand, der einen Spezialfall darstellt, deutlich zurückgenommen hat. Woran kann das liegen? Wir haben vorhin schon beim Björn-Teil gesehen, der Daten vom Kollegen Kleber, der in Berlin sehr viele Traumapatienten, die am Trauma verstorben sind, in der Pathologie seziert hat und berichtet hat, was denn die potenziell vermeidbaren Todesursachen waren bei diesen Patienten. Und da war es so, dass der Spannungspneumothorax, über den wir schon gehört haben, einer der ganz wesentlichen Player war, aber auch die Perikardtamponade hatte dort einen relevanten Anteil und ganz wesentlich auch die Hypovolemie durch Verbluten. Und bei allen diesen Zuständen ist es so, dass das Herz leer ist. Und wenn ich jetzt Thoraxkompressionen durchführe auf einem leeren Herzen, ist es eigentlich pathophysiologisch recht nachvollziehbar, dass dort wahrscheinlich kein guter Perfusionseffekt entstehen kann. Ähnlich ist es bei der Hypoxie, wenn der Patient aufgrund von Sauerstoffmangel, sauerstoffarmem Blut in den Kreislaufstillstand geht, dann kann ich dieses Blut zwar durch Thoraxkompressionen irgendwie weiter bewegen, ich werde aber dadurch wahrscheinlich keinen spontanen Kreislauf herstellen können. Also können wir zusammenfassen zu den Thoraxkompressionen. Eigentlich, wenn wir die reversiblen Ursachen nicht bearbeiten, dann machen Thoraxkompressionen wahrscheinlich keinen Erfolg. Der nächste Mythos, wie sieht es aus mit dem Schädel-Hirntrauma? Also da ist es doch eigentlich so, wenn die Nuss einen Knacks hat, dass der Kreislauf dann stehen bleibt, dann ist eigentlich alles verloren, oder? Das Ganze ist dann doch zwecklos. Ja, das ist ja ein weit verbreiteter Glaube, ja, und das wird auch häufig als Argument angeführt, warum traumatische Patienten nicht reanimiert werden. Wenn wir davon ausgehen, dass ein schweres Schädel-Hirntrauma vorliegt, dann ist ja sicherlich ein so großes strukturelles Neurotrauma vorhanden, dass man diesen Patienten gar nicht reanimieren kann. Und wenn es denn doch gelingen sollte, dann liegt ja wahrscheinlich eine schwere Beeinträchtigung auf neurologischer Seite vor. Jetzt hat aber in den letzten Jahren ein Phänomen wieder durchaus mehr Beachtung gefunden, was schon seit vielen, vielen Jahrzehnten beschrieben ist. Wir haben hier eine Grafik dabei aus Annals of Surgery von 1896, also das ist schon ein paar Tage her. Damals war das mit den Ethikkommissionen noch nicht so schwierig wie heute. Und da hat ein Herr Kramer aus Cincinnati beispielsweise mal Versuche mit Hunden gemacht. Und er hat den Hunden auf den Schädel parietal eine kleine Metallplatte aufgebracht und hat dann mit einer Kleinkaliberpistole dort drauf geschossen. Ja, das klingt ziemlich verrückt aus heutiger Perspektive. Was aber interessant ist, was dann passiert ist, man sieht hier mit dem Einschlag ist es so, dass die Atmung in der oberen Grafik schlagartig aufhört und es zu einer kompletten Apnoe dieses Hundes kommt. Gleichzeitig der Blutdruck steigt. Der Kreislauf ist offensichtlich noch vorhanden. Und dann hat Kramer was relativ Interessantes gemacht. Er hat dann diesen Hund beatmet, artifiziell. Das sieht man dann hier. Und was dann nach kurzer Zeit passiert, ist, dass wieder eine Spontanatmung einsetzt und sich dieses Tier wieder stabilisiert. Ja. Jetzt sind diese Hunde alle seziert worden und interessanterweise war es so, dass nahezu keine strukturellen Hirnschäden gesehen wurden. Also es ist offensichtlich so, dass es so eine Brain Impact Apnea gibt, also ein Schlag auf das Gehirn zu einer vorübergehenden Funktionseinschränkung des Atemzentrums führen kann, die aber nicht unbedingt mit einem massiven strukturellen Hirnschaden einhergeht. Und das heißt, nicht jedes reanimationspflichtige Schädel-Hirntrauma ist auch verbunden mit einem schweren Neurotrauma, wo man keine Chance mehr hat. Das ist doch eigentlich eine wunderbare Nachricht. Das heißt ja, dass wir nicht nur Herzen reanimieren können, sondern auch Gehirne, zumindest beim traumatischen Kreislaufstillstand. Wie ist es jetzt mit Blutungen, Thorax, Abdomen? Also eigentlich ist es doch so, alles, was da unkontrollierbar blutet,
Das muss einfach ab ins Auto, load and go, und wenn er es nicht in der OP schafft, dann war es das. Ne? Also die wichtigsten Flüssigkeiten in diesem Fall wahrscheinlich Diesel oder Kerosin. Ja, also das war sicherlich eine lange Zeit eine Strategie, wie man solche Patienten behandelt hat, wenn man es denn überhaupt getan hat und nicht von vornherein gesagt hat, das Ganze ist sowieso in Faust, wir lassen das. Wenn man sich aber überlegt, wie lange ich brauche so einen Patienten wirklich per Load and Go, also davon wird immer viel gesprochen, viele Load and Go Einsätze, die ich sehe, wenn das denn versucht wird, die sind alles andere als schnell. Ja? Also so einen Patienten irgendwie zu befreien, ins Auto zu bringen und in die Klinik zu transportieren, der die ganze Zeit nicht behandelt wird, keinen Kreislauf hat, also komplett ischämisch, das ist aus meiner Sicht nicht erfolgversprechend. Ja? Aber es ist durchaus so, dass wir Möglichkeiten haben und die finden auch aus meiner Sicht völlig zu Recht immer mehr Beachtung. Wir können nämlich eine sogenannte proximale Aortenkontrolle erreichen mit verschiedenen Methoden. Einmal mit dem Reboa-Katheter, also eine Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta, wo ich einfach einen Ballonkatheter über die Arteria femoralis einbringe, den in die deszendierende Aorta positioniere, den Ballon entfalte und dadurch eine Trennung habe quasi zwischen den Abgängen im Aortenbogen und den weiter distal gelegenen Bereichen. Das heißt, oben bessere Perfusion, unten weniger Blutung im Optimalfall. Und im Tiermodell sehen wir auch hier mal am Schwein exemplarisch gezeigt, Blutungsmodell, ein Schwein, was eine massive Blutung erleidet. Hier unten ohne Reboa-Katheter, massiver Schock. Ja, das ist, hier wird in Kreislaufstillstand gehen. Also die sind auch in dieser Gruppe. Deswegen hört die Grafik hier auf, alle verstorben. Wenn ich den Reboa-Ballon aufmache, ist der Blutfluss in der Arteria carotis viel, viel, viel besser, bis ich den Katheter wieder zumache. Ja. Selbst wenn ich den nur teilweise entfalte, um unterhalb des Katheters noch ein bisschen Restperfusion zu ermöglichen und möglicherweise weniger ischämische Schäden zu setzen, ist die Stabilität und die Durchblutung deutlich besser. Ja. Also das ist eine Möglichkeit, die man einsetzen kann. Und das mag für viele nach wie vor befremdlich klingen, aber es steht seit 2015 explizit als Option in den Leitlinien drin, die Notfalltorakotomie. Ja, das ist ein Verfahren, was jetzt sicher deutlich invasiver ist nochmal als die Mini-Thorakotomie, über die wir schon gesprochen haben. Da wird es auch sicherlich viel Diskussion noch zur Ausbildung und so weiter geben. Aber Fakt ist, man kann mit relativ begrenztem Instrumentarium den Brustkorb öffnen und dort nicht nur Perikardtamponaden behandeln, wie es schon lange bekannt ist, sondern man kann auch Blutungen im Bereich des Thorax eventuell direkt behandeln oder man kann, wie es jetzt hier gezeigt ist, exemplarisch bei diesem Realfall die Aorta gegen die Wirbelsäule manuell komprimieren oder mit einer Klemme ein Cross-Clamping durchführen und auch dadurch eine Kontrolle der proximalen Aorta erreichen, wodurch es unterhalb nahezu sofort zu einem Sistieren von Blutungen kommt. Das ist wirklich eindrücklich, wie dieser Effekt sich in der Klinik zeigt. Und dadurch sind uns eigentlich alle Blutungen unterhalb des Zwerchfells zugänglich. Also zusammenfassend auch hier als Fakt, eine Blutungskontrolle ist definitiv möglich. Teils brauchen wir invasive Maßnahmen. Es gibt auch noch andere Varianten, die zumindest unterstützen, wie zum Beispiel die Beckenschlinge. Aber auf jeden Fall ist eine Blutungskontrolle auch präklinisch möglich. Wie ist es jetzt mit dem Volumenersatz? Jetzt dürfen wir keinen, haben wir schon keinen Haze mehr, jetzt können wir doch wenigstens Nudelwasser geben, oder? Ich meine, Hauptsache irgendein Druck, oder? Ja, ich meine, da gab es ja schon eine schöne Vorlage zum Thema Kristalloide und ich meine, der hämorrhagisch bedingte Kreislaufstillstand ist natürlich die Maximalform des hämorrhagischen Schocks und völlig erwartungsgemäß ist es so, wenn man das im Tiermodell sich anschaut, was passiert, wenn ich ausgeblutet hämorrhagisch im Kreislaufstillstand befindliche Schweine behandle, wenn ich in der blauen Gruppe hier nur Thoraxkompressionen durchführe, ja, dann ist nach zwei Zyklen Reanimation der durchschnittliche Blutdruck hier um die Null. Also diese Tiere sind alle verstorben.
wenn ich diese Tiere mit Vollblut behandle und in diesem Fall ohne Thoraxkompression in der roten Gruppe, ist es so, dass ein weit überwiegender Teil der Tiere Blutdruckwerte, also Mitteldrücke, über 50 mm Hg hat, was in dieser Studie als Return of Spontaneous Circulation definiert war, und auch die anderen Tiere, die hier drin sind, relativ nah dran sind, ja? Also durch rein durch Vollblutgabe. Mache ich das Ganze mit Kristalloiden, und ja, ich weiß, 0,9%ige Kochsalzlösung ist nicht physiologisch, aber es ist hier benutzt worden, und ich bin mir sicher, dass durch Ringeracetat oder Ringermalat in dem Fall die Ergebnisse nicht viel unterschiedlich sein werden. Da ist es so, dass die Tiere zwar Minimalkreisläufe erreicht haben durch diese Reanimationsmaßnahme, aber die Stabilität des Kreislaufs sicherlich nicht ausreicht, um die Organe noch ordentlich zu perfundieren. Interessanterweise ist es so, wenn man Thoraxkompression hier noch hinzugefügt hat, einmal in der lila Gruppe Vollblut plus Thoraxkompression, war es sogar vielleicht ein Ticken schlechter als durch Blut allein, aber auf keinen Fall besser. Und in der NaCl-Kristalloid-Gruppe wurde es durch die Thoraxkompression sogar noch mal deutlich schlechter. Oh Mann, also können wir sagen, die einzigen, die in Wasser atmen können, sind Fische. Wir können es nicht, das heißt, der einzig wirksame Volumenersatz ist eigentlich Blut, was wir auf die Straße bringen müssen. Jetzt haben wir so einen armen Kerl oder eine arme Frau, der Patient ist auf der Straße verunglückt, ein Polytrauma, eine drohende Reanimationssituation, und wir schicken einen RTW und ein NEF hin. Das ist doch eigentlich Never Change a Winning Team. Passt doch, oder? Also ich denke, wir kriegen das hin. Ja, wir sind ja in Deutschland sind wir ja nach wie vor häufig der Meinung, dass wir mit vier Leuten einen Patienten im traumatischen Kreislaufstillstand und auch sonst viele kritische Patienten optimal versorgen können. Das ist hier mal eine retrospektive Untersuchung aus den USA, wo Warren und Kollegen sich Reanimationen, in dem Fall allerdings aus internistischer Ursache, angeguckt haben und eine Korrelation hergestellt haben zwischen der Anzahl der IMS-Personen, die dort präklinisch an der Einsatzstelle waren, und dem Überleben der Patienten. Und was man wirklich sehr interessant sieht, ja, sind nicht alle Unterschiede signifikant, aber es nimmt mit der Anzahl der Provider nimmt die Überlebensrate zu und scheint aber auf einem Level von 7 bis 8 Providern scheint es dann doch genug zu sein. Ja, vielleicht steht man sich dann doch im Weg rum, aber das war zumindest in dieser Untersuchung die optimale Anzahl der Helfer, um ein Überleben der Patienten zu erreichen. Und da sehen wir einfach mal nur mit der Hälfte im Moment bei uns regulär vor Ort. Und da müssen wir uns, denke ich, fragen, ob das das Optimum darstellt. Und hier möchte ich doch mal zu bedenken geben, vielleicht an die Kollegen, die den Anruf des NEF-Fahrers in der Klinik entgegennehmen, der sich jetzt aus der Versorgung des Schwerverletzten hinaus begibt, und plötzlich ist unser Team nicht mehr zu viert, sondern zu dritt. Und dann haben wir einen vielleicht etwas resoluten Telefongesprächspartner, der möchte jetzt auch noch den Arzt sprechen, und plötzlich ist der RTW allein. Und die Frage ist, was können wir hier reißen? Schlussendlich muss man sagen, die aktuellen ERC-Guidelines beschreiben ganz klar, dass Patienten in dieser speziellen Situation, wenn früh genug eingegriffen wird, eine sehr gute oder zumindest gute Prognose haben, dass es sich lohnt, hier viel Arbeit und viel Mühe zu investieren. Wir müssen als erstes die reversiblen Ursachen bearbeiten. Grundsätzlich, Frank, was meinst du, was ist nötig, um das Ganze auf den Weg oder auf die Straße zu bringen? Was sind deine Gedanken dazu? Ja, ich bin gespannt, was wir jetzt gleich diskutieren. Ja, aber ich meine, die Leitlinie hat ganz klar die Aufgabe definiert. Dort wird in dem Algorithmus nicht zwischen Klinik und Präklinik unterschieden. Ja. Also eigentlich könnte man jetzt mal der Leitlinie nahezu in den Mund legen, dass für den präklinischen Patienten der gleiche hohe Versorgungsstandard gefordert wird, wie er ihn auch in der Klinik bekommen würde. Man muss sicherlich ganz klar Prioritäten setzen, die reversiblen Ursachen behandeln und sich fragen, ist es denn im Moment so, dass wir diese Patienten optimal behandeln? Haben wir dafür die richtige Teamstärke? Haben wir die Qualifikationen vor Ort? Können wir die Interventionen anbieten, die man braucht? Und ist es in unserem momentanen System überhaupt zu leisten, was die Leitlinie
fordert. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, das, was in der Leitlinie steht, ist schon ganz viel. Aber eigentlich ist es ja noch viel, viel mehr, was diese Patienten brauchen und was alles vor Ort erledigt werden muss. Vielen Dank. Ja, Julius Frank, vielen Dank für den wirklich tollen und lebendigen Vortrag. Ich glaube, wir kommen da schon wieder an den Punkt, wo wir eigentlich denken, dass wir die Ressourcen, die wir im Rettungsdienst, in der Notfallmedizin haben, eigentlich optimaler nutzen müssen. Das heißt eigentlich, die Kompetenzen oder die Fähigkeiten, die der Notfallsanitäter besitzt, auch wirklich einsetzen und eine weitere Professionalisierung eigentlich des Notarztberufes benötigen, ohne uns, dass wir da jetzt uns wieder wiederholen wollen, ist das sicherlich eine große Aufgabe, die wir zukünftig lösen müssen. Ich hätte direkt noch eine Frage aus dem Publikum. Es gab früher immer auch den Mythos, dass eigentlich der traumatische Kreislaufstillstand eigentlich so ein Unterfangen ist, was man eigentlich kaum gewinnen kann und weder dem Patienten noch sich selbst einen großen Gefallen tut. Wollt ihr da mal Stellung zu nehmen? Ja, also es ist ja relativ interessant, wie weit die Überlebensraten auseinandergehen, die in verschiedenen Studien publiziert sind. Es kommt sicherlich ganz stark auf das Setting an. In Deutschland ist es so, wenn man ins Reanimationsregister schaut, ist das Überleben des Patienten, der einen traumatischen Kreislaufstillstand hat, immer noch geringer als dessen, der internistisch in die Reanimationssituation gerät, aber unter den Behandlungsvoraussetzungen, wie sie heute in Deutschland Realität sind. Ja? Also wenn wir jetzt den internistischen Patienten ohne Defibrillator behandeln würden und ohne Adrenalin und ohne Amiodaron, wären die Ergebnisse wahrscheinlich auch deutlich schlechter. Und die Hypothese ist, dass wir vielleicht einfach den Patienten nicht die Therapien anbieten, die wirklich lebensrettend sind. Viele werden einfach tot sein und tot bleiben, das muss man ganz klar sagen. So ist es ja auch bei unseren anderen Patienten, die wir reanimieren. Wir werden nie alle retten können, aber ich glaube, dass ein relevanter Anteil der Patienten, die im Moment versterben, doch nicht versterben müsste. Ja. Und, dann ist es ja auch so, dass der Anteil von neurologisch intaktem Überleben, was ja in jeder Umfrage, die man bei Patienten macht, das ist, worauf es ankommt. Die Patienten wollen nicht nur überleben, die wollen neurologisch intakt überleben oder häufig lieber gar nicht. Das neurologisch intakte Überleben ist überraschend hoch in diesen Kohorten, glücklicherweise. Ja, das sollte man vielleicht betonen, dass es eigentlich bei traumatischen Reanimationen eigentlich oft um Patienten geht, die jung sind, die im Leben stehen, die noch was zur Gesellschaft beitragen möchten, die Familie und Kinder haben und die wenig Vorerkrankungen haben. Und auf der anderen Seite muss man vielleicht auch die Frage stellen, wie arbeiten wir denn heute im Augenblick? Ja, ich meine, jeder, der im Rettungsdienst tätig ist, kann sich selber die Frage stellen, wie viele Polytraumata bearbeitet er im Monat oder vielleicht im Jahr? Und ich denke, das Ganze sieht schon für den Notfallsanitäter echt schlecht aus. Für den Notarzt vielleicht ein bisschen besser. Und grundsätzlich, wo ich angefangen habe, war es noch ein bisschen einfacher, weil die Autos noch keine Airbags hatten. Aber die Technik ist ja zum Glück so gut geworden, dass wir einfach auch wenig Traumata sehen. Und hier ist wahrscheinlich einfach eine spezielle Ausbildung und eine Spezialisierung und auch ein Training notwendig für alle Beteiligten. Es kommen jetzt noch einige Fragen aus dem Publikum, die möchte ich gar nicht außer Acht lassen. Nämlich ganz wichtig, wer von euch hat schon mal eine Klemmschalltorakotomie gemacht? Okay, also natürlich das Medical Intervention Card, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Da kam nur die Frage, ob ihr sonst so ein bisschen Daten aus dem deutschsprachigen Raum habt, wie viele das überhaupt zur Verfügung haben und gemacht haben. Ob das nur noch ein kompletter Kolibri ist oder eigentlich schon was durchaus auch gemacht wird. Also ich glaube, dass es im Moment ist, auf dem Wege ist, der Transformation vom Kolibri zu einem zumindest einem Behandlungsstandard, mit dem alle auf den fortgeschrittenen Rettungsmitteln vertraut sind. Also viele Hubschrauberstationen sind geschult. In Berlin steht es beispielsweise in den Ausschreibungen drin. Ja, die sind ja sehr progressiv. Die haben sogar in ihren Behandlungsalgorithmen für die Notfallsanitäter und für die Notärzte die Thorakotomie mit aufgenommen dort. Ja, also ich glaube, dass diese Maßnahme zu Recht mehr Beachtung findet.
Es wirkt extrem, wenn man das noch nie gemacht und noch nie gesehen hat, aber genauso eindrücklich ist auch, wenn man so einen Patienten behandelt und der das Ganze dann überlebt. Und die gibt es und wir haben tatsächlich auch überlebende Patienten. Das werden immer wenige sein. Man muss sich immer kritisch hinterfragen. Man wird immer die Indikationsstellung neu eruieren müssen, um das Patientengut rauszuselektieren, was wirklich davon profitiert. Weil es natürlich eine sehr invasive Maßnahme ist und man auch an der Einsatzstelle jetzt niemand traumatisieren will dadurch. Aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, wie man in selektierten Patientengruppen ein Überleben definitiv ermöglichen kann, auch wenn es bis jetzt wenig strukturierte Daten dazu gibt. Wie macht ihr das bei euch, dass ihr eine adäquate Ausbildung jetzt zum Beispiel der MIG-Besatzung sicherstellt? Weil das ist ja was ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich, sicherlich eine Intervention, die bei der richtigen Auswahl des Patienten lebensrettend sein kann. Auf der anderen Seite, wenn Expertise, Team, vielleicht auch Patientenselektion und Routine nicht passen, nicht nur für den Patienten, gut, der ist vielleicht dann eh mit einer schlechten Prognose behaftet, aber auch für das Team Risiken darstellen kann. Wie macht ihr das in Heidelberg? Also bei uns ist so, wir haben ja seit Jahren ein Kurskonzept etabliert schon dazu, der Integ Advanced Kurs, wo invasive Maßnahmen, unter anderem die Thorakotomie, aber auch zum Beispiel das Reboa-Manöver und die Entlastungspunktion auch am Herzen, falls man jetzt nicht traumatische Perikardtamponade hätte, geschult werden an den unfixierten menschlichen Leichenpräparaten. Es gibt auch ein paar Kurse am Schwein, die in Deutschland auch angeboten werden. Was wir gesehen haben, ist, dass tatsächlich das Modell am Körperspender, also am unfixierten Leichnam, schon sehr nah an der Realität dran ist. Die Anatomie ist natürlich ganz nah dran, aber auch die Gewebehaptik ist zum Beispiel ganz anders als beim Schwein. Die Rippen sind ganz anders konfiguriert beim Menschen als beim Schwein. Also damit ist man schon sehr nah dran. Und es ist aber nicht so, dass wir dort nur die Maßnahmen schulen, sondern auch das Ganze rundum. Ja. Das Crew Resource Management, was man dafür braucht, die Indikationsstellung, die ethischen Gesichtspunkte, die extrem wichtig sind, wie treffe ich solche weitreichenden Entscheidungen denn? Und wir haben auch die Möglichkeit, das an dem Kurs mit einem etwas reduzierten Format, ohne jetzt dem direkten Präparieren an der Leiche, auch Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, Intensivpflegende und so weiter teilnehmen können, die auch zum Beispiel die CRM-Stationen mit den Notärzten durchlaufen, weil völlig klar ist, dass man sowas nie als alleiniger Kämpfer durchziehen können wird, sondern das ist ein maximaler Teamaufwand. Und nur so kann es gelingen, dass so eine Maßnahme zum Erfolg kommt. Dann kam noch eine Frage zur Pleuraentlastung beim traumatischen Kreislaufstillstand. Immer blind, erst nach Sono. Wie macht ihr das? Björn, willst du was sagen? Also beim Kreislaufstillstand, vor allem beim traumatischen Kreislaufstillstand, sollte eine beidseitige Thoraxentlastung immer erfolgen und da spielt das Sono keine Rolle. Und auch wenn wir kein Sono haben und den klinischen Verdacht auf den Pneumothorax beim normalen Traumapatienten, also nicht beim Stillstand haben, geht es auch ohne Sono. Sono macht unsere Diagnose sicherer, aber es heißt nicht, dass wir, weil wir kein Sono haben, keine Thoraxentlastung machen dürfen. Okay. Gut, dann gab es noch eine Frage, gibt es spezielle Kriterien, die ein Patient erfüllen muss, um eine präklinische Reboa zu kriegen? Ja, das ist eine extrem interessante Frage. Wenn wir das genau wüssten, wären wir schon deutlich weiter, als wir das heute sind. Das ist ein relativ schmaler Grad wahrscheinlich, ne? Denn gerade wenn man viele Methoden zur Verfügung hat, dann ist häufig das Schwierigste, die optimale Methode für diesen Patienten auszuwählen. Ja, wir haben ein Spektrum von Patienten, die brauchen wahrscheinlich gar nicht viel. Die brauchen vielleicht ein bisschen Kristalloid und Tranexamsäure und dann ab in die Klinik. Dann brauchen wir welche, die werden wahrscheinlich Blut brauchen, aber das wird reichen, um mit diesen Patienten stabil in die Klinik zu kommen. Und dann wird es welche geben, die werden wir transfundieren, aber das wird nicht ausreichen, sondern die werden trotzdem instabil werden. Ich glaube, dass das diejenigen sind, die von der Reboa am meisten profitieren werden.
Und dann wird es die im Kreislaufstillstand geben. Und da ist die Frage, Reboa oder Thorakotomie. Ich glaube, die Thorakotomie könnte technisch im Kreislaufstillstand sogar etwas einfacher sein. Ich habe den großen Vorteil, dass ich den Zugang zur Brusthöhle habe und dort auch Direktblutungen behandeln kann. Also sobald intrathorakal ein Problem besteht, ist die Reboa eher aus meiner Sicht nicht das Verfahren der Wahl, sondern dann eher die Notfallthorakotomie im Kreislaufstillstand. Also wahrscheinlich ist es so, dass es die Patienten sind, die eben für die die Transfusion nicht ausreicht, die aber noch keine Thorakotomie brauchen. Und die im Moment zu identifizieren, ist extrem schwierig. Da gibt es quasi keine Daten und auch wir sind dort letztlich im Moment noch dabei, Erfahrung zu gewinnen. Ja, man wird es einfach bei den Patienten letztlich durchführen müssen, die man für geeignet hält, wo man denkt, die profitieren und wird diese Fälle dann alle auswerten müssen. Okay, gut. Dann sind wir mit unserer Zeit für die heutige Veranstaltung in der Tat nur 5 Minuten drüber. Wir haben nicht alle Fragen beantworten können. Das, wie gesagt, werden wir im Nachgang noch tun. Ich danke schon mal als allererstes allen Teilnehmern. Wir waren zwischenzeitlich über 500 Teilnehmer, die zugehört haben, durch ihre Fragen, Kommentare, Anregungen ganz entscheidend auch zur Diskussion beigetragen haben. Den Referenten ganz vielen Dank für die tollen Vorträge und dass ihr euch so viel Zeit heute für unsere Fragen und die Diskussion genommen habt. Dann im Hintergrund haben noch Herr Sebastian Lemke und Herr Jérôme de Vos ganz tolle Arbeit von technischer Natur geleistet, ohne die wir hier nicht stehen würden. Und zum Abschluss möchte ich Sie noch ganz herzlich zu unserem nächsten Kolloquium am 24. Juni diesen Jahres einladen, wo Herr Privatdozent Dr. Wiesmann aus Marburg uns zur Blockade des Plexus cervicalis und zum perioperativen Management der Carotis TA berichten wird. Die Anmeldung ist ganz normal wieder über unsere Anästhesie-Mehrheim-Seite und sonst gerne auch bei mir bei Twitter. Ja, dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend und ein gutes Wochenende, was dann nach dem morgigen Freitag kommen wird. Vielen Dank und einen schönen Abend. Tschüss, vielen Dank.